Soweit fertig. Hallo? Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei den 63. Nordischen Filmtagen Lübeck. Bevor ich euch begrüße oder Sie begrüße, möchte ich ganz gerne den Co-Gastgeber dieser Veranstaltung auf die Bühne zu uns bitten. Und zwar Spiridon Aslanidis von der Wirtschaftsförderung in Lübeck. Jetzt brauchen wir nur noch ein Mikrofon für dich, Spiridon. Das bringt mir bestimmt gleich auch noch jemand. Das Handmikrofon. Du kannst auch in mein Handmikrofon hier in meinem Revers sprechen. Komm doch eben kurz hier in die Mitte. Ja. Und Nina, du darfst auch ins Bild kommen. Du musst nicht so schüchtern sein. Wir sind da gar nicht. Ja, Spiridon. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Schönen guten Abend. Ja, die Wirtschaftsförderung Lübeck ist zum zweiten Mal dabei. Das ist für uns immer noch ein bisschen experimentell. Das ist aber sehr wichtig für uns, diese Kooperation, lieber Laurin, liebe Susanne, weil wir uns einiges versprechen. Das wird noch ein bisschen Zeit brauchen, aber der Bereich Filmindustrie in Kombination mit anderen kreativen Branchen wie Design, Industriedesign, Werbung, Marketing und auch Softwareentwicklung hat wirklich ein ganz großes Potenzial auch für Lübeck. Wir sind pragmatisch, wir sind nicht Berlin, aber auch hier gibt es eben sehr viele Menschen, die durch Kreativität, mit Kreativität ihr Geld verdienen. Und somit freue ich mich persönlich heute sehr hier zu sein und ich hoffe, dass wir auch irgendwann aus dem Covid-19-Tunnel raus sind und auch die Kinosäle richtig, richtig voll sein werden. In diesem Sinne bin ich auch ganz gespannt auf den heutigen Abend. Laurin, danke dir. Dankeschön, Spiridon. Das Mikro kannst du mitnehmen. Ich sage gleichzeitig auch mal hier herzlich willkommen zum Publikum, das wir hier sitzen haben. Wir stehen hier in so einem Lichtzirkel, als wären Sie nicht da, aber es ist nicht so dunkel, insofern können wir euch gut sehen und Sie gut sehen. Wenn Sie Fragen haben, bitte heben Sie die Hand und meine Kollegin bringt Ihnen das Mikro und Sie können sehr, sehr gerne sich jederzeit an der Unterhaltung beteiligen. Wir werden hier eine Unterhaltung führen mit nur einem digital zugeschalteten, beziehungsweise zwei digital zugeschalteten Gästen auf dem Panel und ich freue mich sehr, dass wir den Rest der Menschen wirklich physisch vor Ort haben. Letztes Jahr mussten wir eine Woche, bevor die Veranstaltung stattfand, alles, was hybrid war, absagen und ich stand hier mit drei Technikern alleine im Studio. Das war nicht so schön, wobei meine Kollegin Susanne, unsere Geschäftsführerin, war auch da, der Bürgermeister war da, Spiridon war da. Ganz alleine war ich nicht, aber vor der Kamera war ich alleine nur mit Bildschirmen. Und so gerne ich mit Bildschirmen spreche, spreche ich noch lieber mit Menschen. Und deswegen fange ich jetzt auch gleich mal an, die vorzustellen, die Menschen, die hier so stehen mit mir. Ich fange mal hier ganz hinten auf der anderen Seite an. Wolfgang Rexe ist Geschäftsführer von Kolibri Optik in Lübeck. Herzlich willkommen, schön, dass Sie auf dem Panel mit dabei sind. Und warum, das erzählen Sie uns gleich mal persönlich, wenn ich alle Leute vorgestellt habe. Neben ihm steht Jürgen Holz, der Geschäftsführer von airstructures.de. Ich mache jetzt erstmal nur die Namen und dann stellen wir ein bisschen vor, wer hier was zum Thema 360 Grad immersive und interaktive Medien beizutragen hat. In der Mitte haben wir Kai Beck und Markus Ellner von ZDF Digital Medienproduktion. Schön, dass ihr euch digital zugeschaltet habt. Ich habe schon gesagt, ihr müsst ja eigentlich, wenn ihr ZDF digital seid, digital dabei sein, sonst müsstet ihr die Firma in die ZDF analog umbenennen, wenn ihr hier als Menschen stehen würdet. Das machen wir dann vielleicht nächstes Jahr. Und dann zu meiner Linken, Ralf Heinzson, der Kurator für Immersive Media und 360 Grad bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck. Hallo, Laurin. Hallo. Und ich habe mich, glaube ich, gar nicht vorgestellt. Ich bin Laurin Dietrich. Ich leite die Industry Events, die Lübeck Meetings bei den Nordischen Filmtagen in Lübeck und habe zum zweiten Mal das Vergnügen, zusammen mit der Wirtschaftsförderung im Rahmen der Initiative, jetzt steht sie nicht mehr, Co-Kreatives Wirtschaften, diese Veranstaltung anzubieten. Und darüber freuen wir uns alle sehr. Herzlich willkommen auch im Namen von Susanne Kasimir, der Geschäftsführerin der Nordischen Filmtage. Die sitzt da hinten und guckt ganz interessiert und natürlich auch von Thomas Heiler, unserem künstlerischen Leiter, der gerade irgendwo anders unterwegs ist auf dem Festival, gerade so einem kurzen Festival mit so vielen Veranstaltungen. Möchte man am liebsten ja immer gleichzeitig an drei Orten sein, ist leider nicht möglich. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass Susanne den Weg hierher gefunden hat und dass wir hier zusammen den Abend verbringen können und über immersive, interaktive 360-Grad-Medien sprechen können zusammen. Ich würde sagen, wir machen die gleiche Runde nochmal. Herr Rexe, ich gebe Ihnen mal das Wort. Sie sind Geschäftsführer bei Kolibri Optik in Lübeck und ein ganz, ganz langjähriger Vertrauter der Nordischen Filmtage und Sponsor.
Ich putze meine Brille, obwohl ich nicht bei Kolibri gekauft habe, immer noch mit einem Brillenputztuch von Kolibri. Davon habe ich mir den Vorrat mal mitgenommen, als das hier gesponsert war. Das sind die besten Brillenputztücher. 360 Grad. Gern, ne? 360 Grad Medien und 360 Grad Film. Dazu haben Sie ja schon seit längerem ein besonderes Verhältnis. Ja, genau. Also erstmal danke für die Einladung. Ich war ein bisschen überrascht, als ich den Anruf bekam. Ist ja so, wir sind, muss ich sagen, mit Walter Herrmann, der bei den Nordischen Filmtagen halt wirklich weit über 20 Jahre halt, haben wir die, oder sponsern wir ja nach wie vor noch die Nordischen Filmtage, machen wir sehr gerne. Und wir sind jetzt gerade 30 Jahre alt geworden und haben festgestellt, wir im Rückblick, dass wir eine der ersten Internetseiten gemacht haben, die es in Lübeck mal gab. Und wir hatten auch die erste App, als Apple rauskam mit dem Handy, hatten wir die erste App gehabt, die im Grunde genommen zur Verfügung stand, musste man sich ja darum bewerben, und wir waren in Deutschland der erste Optiker, der halt eine App bei Apple hatte. Und Walter war immer visionär und hat Sachen vorangebracht, und wir haben schon seit 6 Jahren auf unserer Internetseite das Projekt der 360 Grad Projektion auf unserer Seite. Ich weiß nicht, das ist jetzt so der Zeitpunkt. Und Ihr Kollege ist so freundlich und klickt uns ein bisschen durch die Seite, damit wir uns vorstellen können, worüber wir da sprechen. Genau. Naja, genau. Also es ist jetzt so, dass wir gar keine Brillen zeigen, sondern halt den Blick über Lübeck. Und ich muss sagen, am Montag ist gerade wieder eine Spektaris-Veranstaltung in Berlin. Das ist ein großes Treffen von Augenoptikern. Und es gab mal den Hajo Schumacher, den Journalisten, und wir waren sehr erstaunt, als er auf einmal die Seite aufflog, also dort vorgestellt hat, als eines der innovativsten Seiten. Also so müsste ein Optiker halt sich präsentieren. Ja, das war so eine kleine Geschichte, und wir haben jetzt gerade einen neuen Film gemacht, also mit einer höheren Auflösung, so dass man halt in das Geschäft, ich sag mal, ruhig fliegen kann. Und unsere Resonanz ist halt so, dass wir eigentlich wöchentlich, oder wir haben auch viele Mitarbeiter, halt, wir werden eigentlich regelmäßig auf unserer Internetseite angesprochen. Halt, und dass man halt im Grunde genommen sehen kann, okay, was ist für ein Optiker, wie ist im Grunde genommen das Ambiente, ja, welche technischen Ausrüstungen fühlen wir halt. Und das ist halt etwas, wo wir sagen müssen, okay, da können wir jetzt nicht drauf verzichten. Also da schon, ein hoher Beitrag, den wir dadurch bekommen, halt einen hohen Flow. Und ich habe dann mal so einen kleinen Slogan mitgebracht. Das heißt halt auch so, dass viele Internetseiten halt im Grunde genommen sehr starr sind. Ja, und da gibt es so diesen Ausdruck Call to Action, also animier halt immer so interaktiv zu werden halt auch dazu. Und das machen wir halt auch, oder sehen wir halt als Beitrag. Nebenbei ist es jetzt so, dass Google das natürlich auch gut findet, und wenn jetzt Optiker Lübeck eingetragen wird, wenn man das jetzt wirtschaftlich sieht, sind wir halt einfach auf den ersten, mit dadurch auf den ersten Seiten, also weil das einfach hoch bewertet wird. Und das ist etwas, wo wir sagen müssen, gut, wir leben halt im Grunde so sozusagen. Ja. Also schön zu sehen, dass ihr auch wirklich so einen nahtlosen Übergang, hat man jetzt ja gerade gesehen, aus dem Stadtplan sozusagen in ihr Geschäft hinein virtuell fliegen kann. Man sieht die Stadt von oben, man hat den Überblick, man kann auf dem Plan sehen. Sehr spannend, und das fand ich auch interessant zu hören, dass sie eine der ersten Webseiten waren, eine der ersten Apps waren, und jetzt als eine der ersten, und in Lübeck, weiß ich nicht, ob es viele andere gibt, die das machen, schon machen oder noch machen. Ja, rückblickend haben wir festgestellt, dass wir, damals hatte Walter halt eine Initiative gegründet, die hieß Zoom 360. Mhm. Und da gibt es tatsächlich auch Niederecker oder die Schiffergesellschaft, die auch mitmachte. Ich war jetzt nur auf der Internetseite von Niederecker, und da habe ich es selber auch nicht mehr gefunden, dass sie das jetzt im Grunde genommen einsetzen, ne? Also dass sie das mitmachen. Aber es gibt noch, also man kann die Seite noch aufrufen, Zoom 360. Mhm. Und da sind noch einige Firmen auch mit gelistet halt auch. Super. Wir kommen da bestimmt nochmal zurück. Ich gehe mal weiter in der Vorstellungsrunde, in der zweiten Vorstellungsrunde, weiter zu Jürgen Holst. Wie ich schon gesagt habe, Geschäftsführer bei AirStructures. Was wir bisher gesehen haben, war ja 360 Grad abgebildet fürs Internet, was man sich zu Hause auf dem Telefon, auf dem Laptop, auf dem Computer, auf dem iPad angucken kann.
Jürgen, dein Zugang ist ein bisschen anderer. Vielleicht kannst du einfach uns ein bisschen einführen, wie dein Zugang, wie dein Weg hin zu 360-Grad-Medien war. Ja, das ist ein sehr langer und verschlungener Weg eigentlich. Ich habe Psychologie studiert, ein paar Semester. Und es gab dann zur Kieler Woche einen Studentenjob, der angeboten wurde. Und da ging es um die Betreuung von Inflatables, also von Hüpfkissen. Aber das waren eigentlich so Sachen, die waren noch also vor den eigentlichen Hüpfburgen. Das waren einfach nur luftgefüllte Hüllen, die waren zugeschnürt und dann wurden sie in der Menge übergeben sozusagen. Heutzutage undenkbar. Ja, schade, also dass wir das hier nicht haben. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Macht einen Heidenspaß. Und wir haben dann uns jahrelang mit Inflatables beschäftigt und sind eben über diese Kinderspielgeräte zu aufblasbaren Zelten gekommen. Ich habe ein paar Bilder mitgebracht. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt sinnvoll wäre. Ja, das ist ein guter Moment jetzt. Können wir mal reinkommen. Ja, genau. Das sind so eine klassische Burg sozusagen mit ein paar Elementen hier in so einem Indoor-Spielplatz. Das ist so unsere Historie. Da was ganz Buntes, Patchwork-Kissen. Und so sieht sowas von innen aus. Also ein etwas größerer Körper, da hat man so Verspannungen drin. Ja, und wir haben eben auch Riesenmodule gebaut. Also das ist jetzt so eine riesige Schaukel. Die Kinder ziehen das nächste Kind, was schaukeln will, nach oben und dann wird es ausgeklinkt und macht so einen riesigen Schwung dadurch. Nur als Beispiel. Da kann man ein bisschen sehen, was was Inflatables tragen können. Der Wagen hängt an dem Inflatable dran, der schwebt hinten. Mhm. Da konnten die Statiker und Prüfstatiker das nicht rechnen und dann haben wir Versuche gemacht. Das hält dann auch ein Kind aus, wenn das ein Outdoor tragen kann. Ja, einen kleinen Krieg. Ein kleines Kind. Genau, dann sind wir über die aufblasbaren Zelte, das ist jetzt ein aufblasbares Zelt, sind wir so peu à peu, vielleicht noch einmal weiterblättern. Genau, da sieht man schon die erste immersive Struktur. Also der rechte Dom ist ein Dom, der für Projektionen genutzt wird. Also 360-Grad-Projektionen. Von der Technik her ist das ein mobiles Planetarium eigentlich. Wird da nicht genutzt, das ist vom Helmholtz-Zentrum in Geesthacht. Die benutzen das für Wissenschaftskommunikation. Der steht seit, ich glaube, 6 Jahren ununterbrochen aufgebaut im Helmholtz-Zentrum. Macht man mit Inflatables eigentlich überhaupt nicht und hätte ich auch nicht empfohlen, aber es hält. Da drin ist Wasser übrigens zur Ballastierung. Also da sind 8 Tonnen Wasser unten eingebaut und das hält jeden Sturm aus. Daneben ein klassisches Event-Set nochmal. Nachts ist das sehr schön, die kann man beleuchten von innen. Ja, und das ist ein typisches mobiles Planetarium, wie das eingesetzt wird von Planetarien eben. Schulplanetarium, die wandern damit durch Schulen, zeigen Astronomie. Diese Struktur, die hatten wir auch schon mal, der sogenannte Infinity Dome, der stand schon mal hier in Lübeck auf dem Klingenberg. Das ist ein größeres System, hat so 16 Meter Screen-Durchmesser, zugelassen für 200 Leute. Das ist nochmal eine Innenansicht davon, da sieht man oben die Projektion, unten die Leute, die sich da teilweise liegen und teilweise auf der Bestuhlung eben sitzen. Ja, man kann den Screen rausnehmen und kann von innen direkt auf die Hülle projizieren und dann sieht man das Bild sowohl von innen als auch von außen. Ein kleineres System nochmal, das ist sowas für Messen zum Beispiel, das kann man auf das ist ein Museumsmodul. Ich hoffe, dass alle das sehen können. Ja, das ist jetzt nicht von uns. Das ist eine Alternative zu Inflatables. Das ist praktisch ein sogenannter geodätischer Dom. Und das ist eine Struktur aus Metallgestänge. Und darüber ist eine Plane gezogen. Und hier wird jetzt direkt auf die Plane auch projiziert. Man sieht das Metallgestänge auch noch ganz schön. Wenn man jetzt weitergehen will, bisher hatten wir immer Projektionen, die sich oberhalb der Personen, oberhalb der Köpfe befinden. Und hier ist jetzt ein Dom, da geht die Projektion wirklich bis zum Boden runter. Und das ist deutlich immersiver. Das ist die Satosphäre, heißt das, in Montreal. Man kann das noch weiter steigern. Das ist ein Blick in eine Kugel rein.
Also eine komplette Vollkugel, 360 mal 360 Grad Vollkugelprojektion. Und es geht mitten durch die Kugel, geht eine Brücke durch. Diese Brücke wird manchmal aus Glas gebaut, sodass man auch direkt runtergucken kann und zu allen Seiten. Ist eine spezielle Geschichte, weil das eigentlich nur Sinn macht für Weltall-Tauchgänge unter Wasser. Also sobald man Boden hat, macht so ein Teil wenig Sinn eigentlich. Das sieht so ein bisschen aus wie bei den X-Men, wo der Professor sitzt und die Mutanten auf der ganzen Welt so sehen kann. Ein bisschen Science-Fiction, hat mich daran erinnert. Ja, das hat so ein bisschen Science-Fiction-artige Anklänge für mich fast schon. Spannend. Ja, genau, das ist nochmal eine Innenansicht auch von einer Vollkugelprojektion. Ja, über diesen Weg Inflatables und durch viele Zufälle sind wir da letztendlich hingekommen. Und uns hat das sehr angefasst, weil das eben ein ganz tolles Medium ist. Und ja, viel mit Technik arbeitet, das können wir sehr gut, technische Entwicklungen da eben machen. Wir machen mittlerweile das gesamte System, also inklusive der Projektionstechnik, Sound und so weiter und so fort. Und wir brennen dafür und glauben, dass diese Dome sich eigentlich erst am Anfang befinden, weil man da so viel mitmachen kann, auch jenseits von Film und Bildern eben. Das heißt, auch die Full-Dome-Wissensglobus-Strukturen, die in Lübeck auf dem Festival in den letzten Jahren standen, nicht im letzten Jahr, nicht in diesem Jahr, die sind auch von euch gekommen. Die habt ihr technisch aufgebaut, genau. Die Projektionen, die Strukturen ermöglicht. Ja, genau. Also die haben wir auch entwickelt. Ja. Entwickelt und produziert. Ja. Halt. Ich gehe mal davon aus, aber vielleicht kurzes Handzeichen, wer die kennt. Wer war schon mal im Full-Dome in Lübeck? Ja, das sind noch eigentlich so gut wie alle. Das ist ja auch... Wir zeigen jetzt nicht auf die noch nicht drin waren. Die haben bestimmt noch die Chance, das nachzuholen. Gegenprobe, bitte. Wir waren noch nie drin. Genau. Die sind auch aus dem Festival in Lübeck natürlich dadurch, dass sie sichtbar in der Stadt stehen und vor allem nachts hat man ja die Bilder auch gesehen, wirklich ein Signal setzen dafür, dass dann eine neue Technologieform auf dem Festival auch erprobt wird und eingebunden wird, auch nicht wegzudenken aus dem Festival. Also ich weiß noch, dass ich das erste Mal auch in Lübeck auf den Nordischen Filmtagen so ein Full-Dome erlebt habe. Und das sehr spannend fand. Und was du sagst, dass die erst ganz am Anfang stehen, die Entwicklung, das ist was, worauf wir alle sehr gespannt sind und wo wir auch bestimmt dranbleiben. Ja. Damit gehe ich mal in die Mitte zu Kai und Markus. Herzlich willkommen nochmal. Ihr seid von ZDF Digital Medienproduktion auch für den Imagefilm für das Deutsche Küstenland zeichnet ihr verantwortlich. Diesen Imagefilm konnte man in den letzten Tagen und kann man auch morgen noch in Lübeck in einer kleinen Führung, die Ralf gemacht hat, in der Sternkammer sehen, die sozusagen dieses Jahr ein bisschen die Funktion des Full-Domes, den wir nicht haben, übernimmt und als neu digitalisierter Raum einen ganz historischen Ort zusammenbringt mit einer ganz neuen Technologie. Das lasse ich Ralf nachher alles nochmal ein bisschen ausführlicher erzählen. Auf jeden Fall hatten wir die ganz tolle Chance, den Imagefilm für das Deutsche Küstenland, den ihr produziert habt, hier auch zu zeigen. Und wir haben da auch ein bisschen was davon in der Version, die man auf Facebook sehen kann, die wir uns zusammen angucken können. Aber vielleicht stellt ihr euch erstmal kurz vor und erzählt ein bisschen über ZDF Digital Medienproduktion, wie ihr zum Projekt gekommen seid, wie sich die Zusammenarbeit gestaltet hat und gibt uns einen kleinen Einblick in die Seite, die nachdem Jürgen sozusagen die Bühne dafür zur Verfügung gestellt hat, ihr dann die Inhalte produziert. Ja, gerne. Erst nochmal Hallo an alle. Ich setze kurz mal den Kopfhörer ab, damit ich mich nicht doppelt reden höre. Ich bin zur VR gekommen, wie sagt man da, gibt es irgendwelche Sprichworte für? Eigentlich hatte ich mit VR zu tun, dass ich in den 80er Jahren mal gesehen habe, dass es sowas gibt. Damals noch mit so Vektorgrafiken und dann habe ich irgendwann gedacht, das ist toll und dann ist ja jahrzehntelang nichts passiert. Und auf einmal war ein Riesenhype da und der ebbt dann auch wieder ab, aber der kommt auch wieder. Das Küstenland-Ding selbst war dann natürlich eine großartige Sache für uns gewesen. Wir bei ZDF Digital haben eine eigene Abteilung für VR. Ich sag da mal machen ganz wir kurz verschiedene Sachen. Also wir machen Filmsachen, wir machen Internetseiten. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, jetzt kannst du mich nicht hören, da kann ich dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur ganz kurz nochmal klären, VR, ich wusste seit einiger Zeit schon, was das ist, aber nur zum Verständnis für die Menschen, die das vielleicht nicht wissen, steht für Virtual Reality, das steht für sozusagen alle Abbildungen von einer Realität, die man über eine Brille oder über Systeme anderer Art, wie wir heute auch drüber sprechen,
erleben kann, was sozusagen von der flachen Projektion abgeht und einen in den künstlich kreierten Raum überführt. Das war jetzt nicht die offizielle Definition, aber ich hoffe, das hat ein bisschen beigetragen. Falls jemand mit dem Begriff nicht vertraut ist, VR oder VR als Begriff, das wollte ich nur noch kurz sagen, weil ich mir nicht sicher bin, ob das alle, die uns zuschauen, so auf dem Schirm hatten. Sorry, jetzt kannst du weiter sprechen. Das Großartige bei VR und bei VR-Filmen ist ja, dass man selbst eben die Kamera ist. Also wir stellen die Kamera hin, so haben wir das ja auch beim Küstenland gemacht. Man stellt die Kamera hin und der Zuschauer ist praktisch im Mittelpunkt des Geschehens und kann sich umschauen. Also er kann sich da nicht bewegen. Das ist ja keine Dreidorf-Variante, also drei Degrees of Freedom. Sondern eben nur zentriert und man kann sich umschauen. Und das ist natürlich, man ist vor Ort. Und was für uns sehr reizvoll war beim Küstenland, war, dass wir das erste Mal stereoskopisch dann richtig intensiv an einem Projekt gearbeitet haben. Stereoskopisch bedeutet wie im Kino, also 3D. Und ich bin im Kino kein großer Fan von 3D. Ich finde im Kino, dass irgendwie macht es die Leinwand kleiner. Also ich mag das nicht. Aber bei VR macht das absolut Sinn, weil wenn man wirklich die Brille auf hat, und das war ja erstmal eine Anwendung für die Brille, und alles ist plastisch in 3D. Wir hatten einen Schuss gehabt, wo wir über den Kreidefelsen die Kamera wirklich an der langen Pole über den Felsen gehangen haben, damit dann im Strandstuhl, in dem der Zuschauer dann gefühlt sitzt, damit da unten auch wirklich ein Riesenabgrund ist, dass man wirklich über dem Abgrund sitzt. Und das macht dann in 3D nochmal doppelt so viel Spaß, weil die Leute wirklich erschrecken und einen kurzen Augenblick erschrecken, um anschließend natürlich total fasziniert zu sein, dass sie wirklich in den Abgrund schauen können, dass die Bäume wirklich im dreidimensionalen Raum stehen. Die Bearbeitung von stereoskopischem VR ist natürlich nochmal eine doppelte Arbeit, weil man auch immer auf die Parallaxen achten muss, dass es keinen Stich im Kopf gibt, weil irgendwie was in der Parallaxe einfach nicht stimmt. Aber das macht natürlich einen Riesenspaß. Und bei ZDF Digital selbst experimentieren wir halt mit verschiedensten Formaten, also mit Fotos, mit Film, auch mit gebauten Anwendungen, die dann praktisch eher wie ein Videospiel sind, die dann auch 3DOF sind, also in denen man sich dann auch bewegen, bücken, hoch, runter, laufen und so weiter kann. Die Möglichkeiten bei VR stehen für meinen Geschmack auch ganz am Anfang, sind aber wahnsinnig groß. Gerade wie mein Freund mit dem Herrn mit seinem Optikergeschäft gesehen hat, man kann wirklich ein Geschäft grandios vorstellen und den Leuten zugänglich machen, weil VR eben halt auch nicht nur über die Brille funktioniert, sondern auch am Handy, dass ich mich einfach im Raum umschauen kann. Die Möglichkeiten sind da gigantisch. Und der Markus hat dann den Strandstuhl gebaut, weil wir haben dann halt zusätzlich zu dem gefilmten Material haben wir noch einen dreidimensional gebauten Strandkorb eingebaut, den auch noch animiert wurde und so weiter. Genau. Also Markus, du hast nicht wirklich einen Strandstuhl gebaut, sondern du hast ihn am Computer gebaut. Ne? Also ich stelle mir so vor, wie du zu Hause mit so einer Säge so einen Strandstuhl zusammensetzt, aber so war es nicht. Ja. Nee, sowas nicht. Aber es war halt natürlich, erstmal zu sehen, okay, was gibt es denn für Unterschiede? Also da der Strand, also Strandkorb ist nicht gleich Strandkorb, es gibt natürlich den Strandkorb, der eher an der Nordsee steht und an der Ostsee steht und die haben natürlich verschiedene Unterschiede und natürlich musste das natürlich auch irgendwie dann auch zu dem Film passen und ja, da gibt es verschiedene Sachen, die man auf jeden Fall beachten muss. Und dann haben wir halt noch eine Karte dazu gemacht, damit es vielleicht für den User auch wesentlich einfacher ist zu sehen, okay, wo befinde ich mich gerade? Und dann haben wir noch ein paar kleine Polaroids dazu gepackt, die quasi das auch nochmal visualisieren, wo man sich gerade befindet. Super. Ja. Vielleicht, wir können natürlich jetzt nicht das als 360-Grad-Projektion hier vorführen, was Ralf in der Sternkammer gemacht hat und auch morgen nochmal macht, für alle, die interessiert sind dran. War denn jemand von euch, von Ihnen schon in der Führung mit dabei?
vom Publikum? Ah ja, doch ziemlich viele. Insofern, für die, die nicht mit dabei waren, könnten wir vielleicht mal kurz reinblicken in eine Wiedergabe, die das jetzt natürlich nicht ganz so abbildet, aber dass wir ein bisschen eine visuelle Idee auch haben von dem Strandkorb und wovon wir da sprechen. So, gucken wir mal. Wir werden uns nicht den ganzen Film angucken, obwohl er sehr schön ist. Ich kann Ihnen nur empfehlen, sich den anzugucken. Wir schicken Ihnen auch gerne nochmal die Info zu. Oh, hi there. Good morning. How did you sleep? You just woke up in the most amazing place in... Wait. Maybe I should introduce myself first. I'm the classic, cozy German beach chair you're sitting in, and I would like to take you on a journey through northern Germany. So, look around. We are at the very famous Wadden Sea in St. Peter-Ording, a small town at the North Sea of Germany with its white sandy beaches, its dunes and salt marshes, and its beautiful wooden pile dwellings. On your lap, you'll find a map that shows you where we are. Do you hear that? Isn't this amazing? We are now not in the ocean, but in the Ozeaneum in Stralsund, a town at the Baltic Sea, 400 kilometers from St. Peter-Ording. The Ozeaneum is a museum fully dedicated to the sea. If you look up, you see blue whales as big as they are in real life. There are several aquariums and exhibits to visit, like the one you're looking at right now, that is called Giants of the Sea. I think it's about time to get back above sea level. Ah, we're back in the daylight. And what a gorgeous light it is here on the island of Rügen, the next stop on our journey. Those rocks you see are called the Chalk Cliffs. They are thousands of years old and one of the most famous places of Rügen. This unique coastline at the Baltic Sea has been formed over thousands of years by the enduring power of the ocean. Oh, and what I would love to show you is some great architecture. We'll find it not far from here, on our next stop in Lübeck. Here we are, in this ancient, very romantic city with its seven towers and island-shaped old town. Thanks to more than 200 bridges, Lübeck is also called Little Venice. Some of the houses you see along the riverside are more than 400 years old. After all this stunning architecture, I would love to show you more of the beautiful nature. Okay. Are you ready? Wir hören hier mal auf mit Lübeck. Ne? Da haben wir auch darauf gewartet, bis wir zu dem Moment in Lübeck kamen. Ja. Vielen Dank. Man hat schön gesehen, im Moment, als ihr die Kamera über die Klippen gehalten habt, dass man da wirklich so drauf saß. Und das war jetzt natürlich der Weg, den sich meine Kollegin Nina hinten am Computer durch den Film geklickt hat. Wenn ich das jetzt nochmal machen würde oder jemand anders machen würde, würde man nochmal einen ganz anderen Film sehen. Das finde ich auch wirklich, also das nochmal zu sehen, wie viel es da zu sehen gibt und wie ihr dann auch damit arbeitet, manchmal halt die Leute doch dazu zu bringen, über den Ton, über was gesagt wird, zu einem bestimmten, also dass man auf die Karte gelegentlich mal wieder guckt und nicht währenddessen irgendwie sich nur den Himmel anguckt. Das ist bestimmt auch eine Besonderheit, die ihr auch dramaturgisch und einfach in der Umsetzung wahrscheinlich sehr genau geplant habt. Wir haben natürlich mit Spatial Sound gearbeitet. Also wir haben immer geschaut, dass Spatial Sound ist praktisch das Äquivalent zum 360-Grad-Film. Das ist ein Rundum-Sound, der im Raum verortet ist. Also die einzelnen Soundquellen sind im Raum verortet. Das bedeutet, bei den Dreharbeiten selbst haben wir natürlich ein Spatial Mikrofon dabei gehabt, mit dem wir den Sound aufgenommen haben, damit das auch, egal wie ich die Sphäre dann drehe in der Nachbearbeitung, damit das auch immer, wenn irgendwo Autos vorbeifahren, immer da so ist. Und natürlich haben wir dann Sound auf die Karte gelegt, auf den Korb gelegt und bei verschiedenen Sachen darauf geachtet, dass der Zuschauer dann auch wirklich alleine schon durch den Sound gelenkt wird, da auch hinzuschauen. Also die Soundbearbeitung ist eine ganz wichtige Sache bei VR-Produktionen, wenn man vor allen Dingen mit der Brille arbeitet. Also das ist sehr wichtig, ja. Ja. Gut, wir kommen bestimmt noch auf euch zurück. Also lauft nicht weg, sondern bleibt hier. Und damit gehe ich mal weiter an Ralf Heinzson.
Kurator, ich sage es immer, immersive Media, aber das ist auf Englisch dein Begriff gefasst, Immersive Media 360 Grad bei den Nordischen Filmtagen Lübeck. Wie war dein Weg in dieses Feld, Ralf? Vielleicht erzählst du uns ein bisschen. Ja, Lauren, vielen Dank für die Idee, dass wir die Veranstaltung zu dem Thema machen. Wir sind ja lange Kollegen auf dem Festival. Mein Weg der Zugang zu den immersiven Medien geht ein bisschen zurück vor der Zeit, wo ich im Festival mit dem Team war. Und ich habe gerade mal hochgerechnet, seit mittlerweile 19 Jahren beschäftige ich mich mit dem Thema 360-Grad-Film, immersive Medien. Dieser Oberbegriff immersive Medien, ich verwende den so gerne, weil er ganz schön zusammenfasst, dieses Thema Full-Dome-Film, also die kuppelbespielenden Filme, aber auch die VR-Medien, also alles, was interaktiv ist und die Level Freedom, die gerade erwähnt wurden, auch berücksichtigt, also die Bewegung, die verfolgt wird im Raum, auf die man sich anpassen kann, auch der Raumklang, der berücksichtigt wird. Das ist ein großes, spannendes Thema. Ich bin dadurch großes Glück Zeuge geworden, dass das erste Planetarium in Europa 2002 in Hamburg und in Kiel mit digitaler Technik ausgestattet wurde und konnte dort von Anfang an spielen und dieses Medium kennenlernen und war relativ schnell davon begeistert und hatte dann zu der Zeit noch studiert, war im Bereich digitale Medien, Animation, Motion Design. Und das hat mich natürlich sofort gepackt, weil ich in diesem Medium in allererster Linie erstmal eine große Leinwand gesehen habe. Also eine wirklich den Zuschauerraum umspannende Leinwand, auf der man unglaublich viel erzählen kann, der man neue Perspektiven finden kann. Und das war dann sozusagen mein Zugang zum Thema. Ich habe dann relativ schnell auch feststellen müssen, dass dieses Medium sehr stark festgelegt ist auf Planetarien, also die Kuppelfilme, wie wir dann immer spaßhaft sagen, der Full-Dome-Film, das ist so der Begriff für diese Kuppelfilme. Und habe da sehr lange auch produziert, Produktionen für geleitet und mich damit auseinandergesetzt. Habe dann nach dem Studium mit ehemaligen Kommilitonen eine Agentur in Hamburg gegründet, wo wir tatsächlich alle Design-Themen bespielt haben. Also von Corporate-Geschichten über Branding, über Online-Geschichten, aber eben auch Motion-Design und eben die immersiven Medien. Und das war eine schöne Zeit, aber irgendwann habe ich festgestellt, ich will mich nicht in den Online-Shops verlieren, sozusagen in den vielen technischen Medien, sondern mein Hauptfokus ist eben das Geschichtenerzählen mit diesen 360-Grad-Medien und habe mich darauf festgelegt und habe mich ausgeklinkt aus der Gruppe der Leute, mit denen ich zusammen die Agentur damals betrieben hatte und das habe dann festgestellt, ich muss da diesen Weg noch weitergehen, noch viel mehr dazu forschen, habe dann sozusagen als Solo-Selbstständiger, wenn man jetzt ja gerade so schön sagt, mich damit auseinandergesetzt, bis dann vor einigen Jahren sich die Chance ergeben hat, in Süddeutschland ein großes Science Center mit zu begleiten, die Experimenta, das mittlerweile größte deutsche Science Center, das 2019 eröffnet hatte. Da habe ich dann die Medienproduktionsabteilung für den Bereich 360 Grad mit aufgebaut, war da einige Jahre, bis dann, wie gesagt, parallel in Lübeck tolle Dinge passierten und ich mit dem damaligen Geschäftsführer Christian Modersbach ins Gespräch kam und wir diese fixe Idee hatten, können wir nicht den Dom auf ein Festival bringen. Und das war mir insofern ein ganz besonderes Herzensanliegen, weil bis dato dieses Thema Full-Dome immer sehr stark auf Astronomie begrenzt war. Es fand hauptsächlich in Planetarien statt. Jürgen wird sicherlich da noch viel dazu erzählen können. Und man merkte, dass die Entwicklung in dem kreativen Bereich so ein bisschen stagnierte. Und es war einfach ganz wichtig, dass man schauen kann, wie kann man dieses Thema in einen Festival-Kontext bringen? Wie bekommt man andere Leute mit diesem Medium in Berührung? Und wie kann sich das Medium als solches weiterentwickeln? Ich denke, da ist ja gerade so ein Festival immer die beste Chance, die beste Startrampe für neue Möglichkeiten und habe mich einfach dann sehr gefreut, dass wir das da platzieren konnten. Das sind jetzt schon 5 Jahre mittlerweile her. Seitdem haben wir sozusagen ein erweitertes Team. Ich freue mich, dass Susanne Kasimir, die neue Geschäftsführerin, sich auch so extrem für das Thema begeistern kann. Und ich habe dann mit ihr im Dialog und auch mit anderen Institutionen in der Stadt auch das Thema noch weitergespielt. Lauren, du kennst ja die Geschichte. Dann kam dann als nächster Schritt der Wissensglobus, wo wir den großen Dom von Jürgen mit einsetzen konnten und wirklich die Wissensgebiete ganz, ganz stark erweitern konnten. Das heißt, da ist in Lübeck relativ viel passiert. Da war ja tatsächlich, sind die Nordischen Filmtage eines der ersten Festivals weltweit, die sich mit diesem Thema im Festivalkontext auseinandersetzen. Und wir permanent immer wieder die Frage stellen, in welche Richtung kann es kreativ gehen? Wie kann man dieses Medium noch weiter nutzen? In ganz unterschiedlichen Bereichen, im Entertainment, im Edutainment. Oder eben auch ganz klar in der Technikvermittlung. Da werden wir, glaube ich, noch viel drüber sprechen heute Abend. Und das ist einfach eine tolle, tolle Bühne, die sich da ergeben hat. Und interessanterweise hat sich diese Bühne hat mir dann auch nochmal ein ganz besonderes Geschenk beschert, indem ich dann durch unser Festival auf einen Lübecker Sternenprojektor gestoßen bin. Ein absolutes Unikat und so eine kleine fachliche Sensation. Es gab das Planetarium als solches, das eine Erfindung der Firma Zeiss ist, die jahrelang Weltmarktführer waren, auch die einzigen Hersteller dafür.
Über diesen Weg bin ich auf einen Projektor in Lübeck gestoßen und dieser Projektor, der ist von 1931 und ist tatsächlich ein Konkurrenzprodukt, eine ganz einfache Lösung, und der wurde hier in einer Schule in Lübeck installiert, der Grund- und Gemeinschaftsschule St. Jürgen. Damals hieß die noch Klosterhofschule, und dort in dieser Reformschule, in der man damals sehr, sehr neu gedacht hat und durch dieses reformpädagogische Konzept Didaktik, Wissensvermittlung wirklich ganz neu denken wollte und ganz groß denken wollte, hat man dort ein Planetarium integriert in den Schulneubau. Es ist tatsächlich das älteste Schulplanetarium der Welt, wie ich jetzt festgestellt habe. Das ist auch so eine kleine Sensation in der Fachcommunity. Und diese Sternkammer, die haben wir jetzt wiederentdeckt, nicht nur für die Filmtage in diesem Jahr, sondern generell im 90. Jahr des Bestehens, und haben dort oder sozusagen dort im Auftrag der Schule ein digitales System installiert, auch dann unter Mithilfe der Firma AirStructures, die uns sozusagen dort die Projektionstechnik geliefert haben. Und dort ist jetzt ein ganz interessanter Hybrid entstanden. Also wir haben eine ganz alte Planetariumsinstallation, analog, und eine neue digitale Bespielung, 360 Grad, wo ja schon einige aus dem Publikum da waren und auch die, die es noch nicht geschafft haben, morgen sehr willkommen sind. Um einen Einblick davon zu bekommen, wofür kann man 360 Grad nutzen. Und eine Schule ist natürlich eine ganz tolle Umgebung, weil eine Schule natürlich davon lebt, dass Schülerinnen und Schüler sich dafür begeistern lassen und selbst auch damit arbeiten können. Das heißt, dort in diesem Kontext dieser Sternkammer wird dieses System installiert, sodass es im Unterricht benutzt werden kann, aber auch mit Schülerinnen und Schüler-AGs, und dort einfach wirklich sehr von Grund auf alles neu gedacht werden. Und wir sind jetzt so gerade an den Start gegangen und schon die ersten Reaktionen aus der Schülerschaft und aus dem Lehrerkollegium zeigen, wenn man neue Leute und auch kreative Köpfe mit dieser Technik konfrontiert, dann kommen sofort neue Gedanken auf. Da sind dann auch gleich Ideen dabei gewesen, die mir so aus dem Planetariumskontext einfach nicht bekannt waren. So dass ich denke, dass sich da so eine Schnittstelle ergeben hat, wo einfach wirklich ganz viele unterschiedliche Medien zusammenkommen, die man auf dem Festival wunderbar kulminieren und ausstellen kann. Ja, und ich freue mich einfach sehr, dass ich dort diese Leitung übernommen habe in der Sternkammer und das jetzt eben ganz intensiv in der Schule vorantreiben kann. Auch so ein bisschen im Tandem natürlich mit unserem Festival, dem Projekt Wissensglobus, das wir ja auch weiter ausbauen werden, wieder in dem Festivalkontext. Und im Übrigen auch mit der Sternwarte hier in Lübeck. Es gibt eine Sternwarte, die auch eine neue Beobachtungskuppel haben und sich mit dem Thema 360-Grad-Beobachtung am Nachthimmel ja schon seit traditionell einfach immer sehr gut auskannten. Da kommen also sozusagen diese Themen Astronomie, Wissenschaftskommunikation und Edutainment sehr gut zusammen. Und das wollen wir auf dem Festival weiter spielen. Und deswegen ist es so schön, dass wir das in diesem Jahr hier heute Abend bei dir ein bisschen diskutieren können, lieber Eugen. Vielen Dank, finde ich auch sehr schön. Der Titel der Veranstaltung ist ja immersiv und interaktiv. Was eigentlich fehlt, ist, dass das Ganze auch kollektiv stattfindet. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil natürlich kann man für eine Virtual Reality Brille oder für sich zu Hause was programmieren, was machen, was die Menschen dann zu Hause alleine für sich erleben. Das ist ja ein Bereich, der viel erprobt wird, in dem viel gearbeitet wird, in dem auch künstlerisch gearbeitet wird, der sich auch ein bisschen an dem Schnittpunkt von Wissenschaft, von Wirtschaft, von Kunst bewegt. Aber der Unterschied, worüber wir auch heute ein bisschen sprechen, ist ja, dass diese 360-Grad-Medien im Dom, im Planetarium, das ist, was ich nicht alleine zu Hause mache, in meinem abgeschirmten Helm sozusagen, sondern dass ich mit anderen machen kann. Da kann ich mit euch zusammen hingehen, da können wir zusammen was anschauen. Und ich denke, das ist wirklich nochmal ein Punkt, an dem wir als Festival natürlich interessiert sind, dass man auch sozusagen, was man im Kino gemeinsam erlebt, von einer 2D oder auch 3D, aber von sozusagen einer Kinoprojektion, zu überführen und abzubilden und erlebbar zu machen in einem 360-Grad-immersiven Kontext, aber eben nicht allein, sondern zusammen. Das finde ich ist eigentlich ja, was das Ganze nochmal so besonders macht. Also, vielleicht können wir da nochmal ein bisschen drüber reden. Es gibt ja auch sozusagen Überschneidungsgebiete, was sozusagen mit der Brille funktioniert und was gemeinsam funktioniert. Aber es gibt auch Sachen, die kann man mit der Brille jetzt zum Beispiel nicht machen, wenn ich mit einer Gruppe von Kollegen und Kolleginnen mir was anschauen muss, um das räumlich zu erleben, also um das auch auf einen wirtschaftlichen Punkt wieder zurückzubringen. Vielleicht können wir da ein bisschen drüber reden, was eigentlich das Kollektive, das gemeinsame Erleben anders macht und ob man dafür anders auch produzieren und arbeiten und herstellen muss und denken muss, als wenn man für einen einzelnen Menschen mit seiner Brille produziert. Ralf, möchtest du vielleicht mal einsteigen oder sonst die Kollegen auf dem Bildschirm nicken auch zustimmend? Ja, können wir mal bei dir weitermachen. Na, lass uns doch hier gleich mal in den Bildschirm gehen und dann kannst du dann weiter. Ja. Mit dem Gemeinsamen, ich fand das sehr faszinierend. Ich hatte mal das große Glück, beim Lichter Filmfest in Frankfurt in der Jury zu sitzen für den VR-Filmpreis.
Da hatte ich erstmal das große Glück, dass da 67 Kurzfilme eingereicht wurden aus aller Welt. Und das war faszinierend, was die Menschen drehen und wie die mit dem Medium umgehen. Das war toll. Ganz großartig war dann allerdings, wenn man das Publikum dann auf dem Filmfest selbst gesehen hat, wo die ganzen Brillen synchron geschaltet waren. Also man geht in den Raum hinein, alle setzen Brillen auf. Ist natürlich eine teure Angelegenheit, man braucht eine ganze Menge Brillen. Und die Brillen waren alle synchron geschaltet, jeder hat einen Kopfhörer auf. Dann haben die Leute sich einen 15 bis 20 Minuten langen Film angeschaut. Also man kommt hinein, ist dort, setzt die Brille auf, ist wo komplett anders, setzt die Brille ab und alle haben dasselbe erlebt. Also das hat mich schon sehr fasziniert. Also sowas ist auch möglich, ist natürlich wahnwitzig aufwendig, aber außerordentlich faszinierend. Ja, aber spannend ist es auch, wenn man halt sich den, sag ich mal, den Film anguckt und jeder guckt ja beispielsweise in eine andere Richtung und entdeckt immer was Neues, was natürlich dann auch den, also sag ich mal, was dann auch dazu führt, dass man immer wieder neue Dinge entdeckt und den Film wahrscheinlich öfter und öfter anguckt. Und darüber sich natürlich auch eine Menge, sag ich mal, an Gesprächsstoff entwickelt. Ja, ich glaube, wir haben das auch vorhin gemerkt. Ich gucke mal so in Richtung unseres Publikums. Für alle, die schon da waren in der Sternkammer, ich glaube, das ist ja sehr gut auffällig geworden, wie sehr man dann plötzlich diesen Film, den ihr ja zum Glück für die Brille produziert habt, dann einfach mal diesem anderen Kontext abspielt. Und ich habe mal so wirklich bei uns so ein bisschen mich umgeschaut im Publikum. Die Köpfe schauen natürlich in alle Richtungen. Und jeder schaut sich um, jeder sucht sich etwas anderes aus. Das ist das Angenehme, denn die Kuppel ist in dem Fall einfach nur der Brillenersatz gewesen. Und wir haben uns dann umgeschaut, haben überlegt, was passiert da, wie nimmt jeder das individuell wahr. Vielleicht kann ich aber so ein bisschen erzählen, was wir heute gemacht haben und was wir auch in den nächsten Tagen, also morgen noch machen werden, damit man so ein Gefühl dafür bekommt. Also wir haben jetzt natürlich erstmal die alte Installation, den historischen Projektor gezeigt und erklärt, das, was das Planetarium als bisher traditionell ausgemacht hat. Das ist in unserem Kontext insofern schon ganz spannend, weil insofern sich da diese historischen Wurzeln zeigen. Denn auch da war es ja so, dass man einen runden Raum hatte mit der Kugel über den Köpfen und das Licht geht aus, man adaptiert an die Dunkelheit und bis auf Sterne ist dann plötzlich nichts mehr zu sehen. Und das Publikum ist erstmal grundsätzlich wahnsinnig fasziniert. Dieser Lichtmoment, das ist ja wie der Beginn des Kinos, fast schwarz-weiß, also wirklich nur die Lichtimpulse, die kommen und man ist isoliert. Man ist in sich selbst, man kehrt diese Dunkelheit ein, wie im Kinosaal eigentlich auch ganz ursprünglich. Aber man weiß ganz genau, man hat die Leute neben sich und man kann darüber sich austauschen. Man ist direkt im Dialog. Wir hatten dann so ein kleines Ratespiel, wo ist denn jetzt der große Wagen? Und dort ist es passiert immer wieder, dass die Leute sagen, ja, zeig doch einfach hin. Und dann steht man da im Dunkeln und sieht natürlich nichts. Aber die Interaktion als Gruppenelement, das ist natürlich das, was sofort auffällt. Und die Stimmung ist natürlich total gut. Das macht einfach wahnsinnig Spaß. Dann haben wir in dem zweiten Schritt nach dem historischen Projekt auch die Videoprojektionsanlage in Gang und in Betrieb genommen und haben dann einfach Filme gezeigt. Einmal den Film, der ja schon eben ausschnittsweise präsentiert wurde, haben das sozusagen dem Publikum in dieser Kuppeladaption gezeigt. Da bin ich euch übrigens ganz dankbar, das war die Dompremiere, die ich da haben durfte mit euch. Also insofern ganz, ganz toller Kontext, die Kuppelpremiere sozusagen da von dem Film zu haben. Ja, wir haben den Film angeschaut gemeinsam und haben sozusagen einfach da mal sehen können, was macht es aus, wenn Filme, die eigentlich für Brille produziert werden, gemeinschaftlich erlebt werden können. Und sind im Anschluss daran in so einen kleinen Zusammenschnitt gegangen, in dem wir verschiedene Kamerafahrten gezeigt haben. Wie können Kamerafahrten durch Objekte durchgehen, wenn man so ein bisschen das Achterbahngefühl hat, also nicht die statische Kamera an einem Punkt, sondern die bewegte Kamera. Und ich glaube, dass ganz gut im Publikum auch rumkam, was das mit einem macht. Das hat ja einen physischen Effekt, wenn man selbst plötzlich diesen Kontrast hat, die bewegte Kamera über das komplett Sichtfeld erfassende Blickfeld und der Körper, der statisch auf dem Sitz bleibt. Also auch das ist ein gewisser Effekt, den kennt ihr, nickt ganz zustimmend. Da fällt euch bestimmt noch viel ein zu diesem Motion Sickness Phänomen. Können wir vielleicht gleich nochmal drüber sprechen. Aber das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Part. Und in dem dritten Block haben wir in der Sternkammer auch noch ein schönes Thema beleuchtet, das Thema der Interaktion. Da, wo wir in den ersten Einheiten noch wirklich passiv waren und uns das ganz gemütlich machen konnten, also so gemütlich, wie es auf Sitzen von 1931 eben sein kann. Das sind Holzstühle, die wir da haben, aber in dem dritten Teil ging es sozusagen aus der passiven Wahrnehmung des Films rein in die Interaktion. Wir hatten VR-Controller in der Kuppel liegen, wir hatten ein Tracking-System installiert und wir haben, Jürgen, vielleicht magst du auch gleich noch ein bisschen mehr dazu erzählen, dort sozusagen live 3D in Realtime Objekte anfassen können, live durch Räume durchnavigieren können. Das ist dann auch nochmal wirklich ganz spannend, wenn man sieht, das Publikum steht auf, übernimmt sozusagen selbst die Kontrolle und kann den Showmoderator selbst dann darstellen dabei. Hm.
vielleicht das so als einen Rahmen dessen, was wir gemacht haben, und dass es so einen kleinen Andockpunkt gibt jetzt, dass wir in die Details gehen. Einen interessanten Punkt fand ich wirklich, dass jeder seinen eigenen Weg auch so ein bisschen finden kann durch so einen Weg. Das ist ja direkt bei Ihnen auf der Webseite auch ähnlich. Die Leute kommen bestimmt auch öfter mal und laufen durch den Laden und gucken sich Lübeck von oben an auf Wegen, die sie selber immer wieder neu erfinden. Also auch was zu sagen, man hat nicht eine lineare Struktur, man lenkt die Leute nicht so und dann gucken sie es einmal an und haben das Gefühl, sie haben alles gesehen. Aber 360 Grad wirklich als eine Chance, um Leute dazu zu bringen, mehr zu interagieren mit einem Content, mit einem Inhalt auch. Spielt das eine Rolle bei den Überlegungen oder haben Sie da eine Erfahrung damit, dass die Leute mehr Zeit bei Ihnen verbringen auf der Webseite, als sie vielleicht sonst machen würden? Ja, das messen wir jetzt nicht, wie viel Zeit sie verbringen oder ob sie in die gesamten Räumlichkeiten erkunden. Das können wir jetzt nicht sehen. Aber das, also hier ist so geschildert worden, halt auch so ein Beginn, also wo man eintaucht. Und ich denke mir, das ist halt im Grunde bei uns auch ähnlich, wo man halt einfach in das Geschäft reinfährt. Ne? Also die ersten Momente sind natürlich die, wo man dann erstmal sich dann auch ein bisschen orientiert, mit diesem einfach rechts, links gucken zu können, oh, das dreht sich, und dann halt im Raum weiter reinzugehen. Und das ist halt einfach so der, also ich halte die ersten Momente halt dann eigentlich für die wichtigsten, so, oder die überraschendsten halt auch, ne, für den, bei uns ja Kunden, ne, bei euch. Ja. Nun ist es natürlich, finde ich, auch nochmal was anderes. Also man kann ja was abbilden, was sozusagen real existiert. Ihr Geschäft ist ja nun in Lübeck und ich kann auch reingehen und mich selber umgucken, auch in 360 Grad. Natürlich können Sie das Menschen zugänglich machen darüber, die jetzt nicht in Lübeck sind oder die nicht im Geschäft gerade stehen. Es bietet ja aber auch die Möglichkeit, wirklich Räume zu eröffnen und zu erkunden, die noch nicht existieren vielleicht. Also gerade da im Bereich Architektur bieten sich da, denke ich, würde ich mal Sachen an, um das ein bisschen anzuschließen, was könnten eigentlich potenzielle Nutzen und Möglichkeiten sein, um solche Räume und solche 360-Grad-Projektionen zu erforschen? Räume, die noch nicht gebaut sind oder die vielleicht gebaut werden sollen, für eine Gruppe erlebbar zu machen und gemeinsam auch sozusagen auszutesten. Spielt das eine Rolle in dem 360-Grad-Geschehen? Ist das was, was schon gemacht wird? Jürgen, ich weiß nicht, ob du da Erfahrung damit hast oder... Ja, ich kann da was zu sagen. Ich würde vielleicht vorher noch mal einmal was zu dem Brille und Dom noch mal sagen. Ja, gerne, das ist ja unwahrscheinlich verwandt, diese beiden Medien. Viele wissen das gar nicht, dass das so irgendwas miteinander zu tun hat. Das hat beides irgendwie so seine Berechtigung. Also eine Brille ist viel stärker immersiv als ein Dom, weil man eben komplett in dieser Welt ist. Und bei dem Dom vermischen sich natürlich beide Welten. Man ist auf der einen Seite in dem Dom, auf der anderen Seite hat man Leute direkt neben sich. Man kann die, wenn ein bisschen Licht an der Kuppel ist, kann man die Leute auch sehen. Dafür ist dieses Spirit im Dom, das haben wir, glaube ich, heute und gestern auch nochmal sehr stark gemerkt, man hat sofort einen Austausch zwischen den Leuten. Also einer macht was zum Beispiel, also wenn wir jetzt was Interaktives haben, und die anderen fangen sofort an, das zu kommentieren oder kann ich auch mal oder jetzt bin ich mal dran oder so. Also sofort eben den Austausch da. Diese beiden Welten sind sehr spannend. Was ich noch sehr interessant finde, ist eine Projektion bis zum Boden runter. Also wenn die Bilder bei einem Dom bis zum Boden runtergehen, weil dann nähert sich der Dom noch mal mehr den Brillen eben an oder den VR-Headsets an, weil einen dann die gesamte Welt umgibt und die Welt ist halt nicht mehr über einem. So viel vielleicht noch mal zu diesen beiden. Danke. Technischen Medien. Und jetzt habe ich deine Frage vergessen, die musst du nochmal stellen. Ich habe sie auch vergessen. Nee, fällt mir wieder ein. Aber ich glaube, ich weiß sie sogar. Du, war Ralf, ja? Weiß ich noch. Einer passt auf, immerhin. Ne? Ich weiß es deswegen noch so gut, weil es mich natürlich selbst beeindruckt hat. Wir haben ja die Präsentation jetzt zu dir gesehen, die heute auch dieses Thema Architekturvisualisierung. Das war deine Frage. Mir ist wieder eingefallen. Okay, dann geht das Wort an dich. Genau. Wir haben eine VR-Anwendung entwickelt auf der Basis von Unity, bisher ein relativ roher Prototyp, wo wir eben Welten auf die Kuppel holen wollen. Der Hintergrund, also der Gedanke ist, oder die Zielgruppe sind zunächst mal Museen. Also Museen digitalisieren ihre Artefakte immer mehr. Und sie haben im Schnitt, glaube ich, über 90% der Gegenstände lagern in den Archiven im Kontor und werden eigentlich niemandem zugänglich gemacht. Die 3D-Objekte werden im Moment, oder 3D-Modelle werden im Moment nur verwendet, um sie zwischen den Museen auszutauschen.
oder eben für wissenschaftliche Forschung zum Beispiel. Und wir denken, dass das ein ganz großer Schatz ist, weil der Raum in einem Museum ist halt extrem begrenzt. Und wir würden gerne einen Screen dahin bringen, also einen Dom im Prinzip, der senkrecht steht, auf den man über eine Datenbank diese ganzen Objekte laden kann. Das haben wir heute in der Sternkammer gemacht. Also man kann ein Objekt, das waren unserem Fall waren das Insekten, die eignen sich sehr gut, weil man die im Museum schlecht zeigen kann, die sind einfach zu klein. Und dann hat man plötzlich so ein Insekt je nach Kuppel, ich sag mal 2 bis 5 Meter Größe an der Decke und kann es agieren. Also man kann es drehen, man kann es zu sich ranholen, man kann es sich im Detail betrachten. Und danach haben wir uns eine zweite Anwendung heute noch angeguckt. Da ging es darum, um virtuelle Museumsrundgänge. Also es werden große, teure, hochwertige Ausstellungen werden mittlerweile komplett digitalisiert. Also inklusive der Räume, in denen sie stattfinden. Und durch diese Räume kann man sich bewegen. Also auch 3 Jahre später oder auch 10 Jahre später. Also man kann sie praktisch für die Nachwelt erhalten. Und wir sind dabei, diese beiden Anwendungen miteinander zu verheiraten. Also man kann praktisch dann durch dieses virtuelle Museum, durch diese virtuelle Ausstellung sich bewegen, kann sich aus einer Vitrine oder auch von den Wänden irgendetwas holen, sich ranholen und sich das dann von allen Seiten betrachten, was man eigentlich im normalen Museum eigentlich gar nicht kann. Man kann nicht in die Vitrine greifen, das geht einfach. Oder man kann sich auch diese mini kleinen Sachen, die teilweise ausgestellt werden, Perlen oder sonst was, die kann man sich auch nicht angucken. Oder man könnte auch Ausgrabungsstätten zum Beispiel digitalisieren und das als Zusatzinformation dazu bringen. CT-Scans von Insekten, was immer man will. Also die Welt ist da einfach riesig, was man damit machen kann. Was mich jetzt wirklich auch sehr so beeindruckt hat, deswegen wollte ich dich ja unbedingt in der Sternkammer mit dabei haben, ist, dass man die Interaktion einfach ganz einfach ist. Das ist ein Controller, das könnte ein Element sein, irgendein Spielecontroller, der eigentlich nur eine Taste hat. Und dieses Element wird sozusagen den Besuchern in die Hand gegeben und man kann durch diese Räume durchnavigieren. Und dadurch, dass die Bildumgebung so groß ist, fühlt man sich tatsächlich wie an dem Ort selbst. Das heißt, die Art und Weise, wie man die Ausstellung dokumentieren kann, ist einfach, der Grad der Intensität ist viel höher, als wenn man das jetzt eben in klassischen zweidimensionalen Medien wiedergeben würde. Das heißt, dieses Gefühl, Präsenz vor Ort zu sein, das ist das, was in diesen immersiven Umgebungen besonders einprägsam abgebildet werden kann. Und ich glaube, das taucht ja auch im Publikum auf, dass sozusagen die Interaktion darüber sofort, das Gespräch darüber sofort beginnt. Und das sind dann Leute, die sich untereinander ja nicht kannten und so bekommt man eben auch Menschen einfach schnell in Verbindung miteinander. Ja. Apropos Menschen, die auch was sagen möchten, wir haben eine Meldung im Publikum. Mein Name ist Christian Schlichte von der Firma CB 360 Pano. Wir sind eine Agentur für virtuelle Rundgänge, 3D 360 Grad. Und die Frage war ja gewesen, ob man Sachen virtualisieren kann, die es noch nicht gibt. So, und da wollte ich mal als Beispiel sagen, wir haben hier St. Marien zu Lübeck komplett in 3D umgesetzt als Kunde. Und der Auftrag war da tatsächlich eigentlich nicht, dass die das haben wollten, was wir normalerweise machen, also ein virtueller Rundgang, wo man virtuell durch den Raum gehen kann, sondern der Auftrag von Herrn Hauptpastor Pfeiffer war, wir sollten einen Altar virtualisieren, den Fredenhagen-Altar von 1600 irgendwas. Der hat bis zum Zweiten Weltkrieg in der Kirche gestanden, ist im Bombenhagel sozusagen fast verbrannt, ist abgebaut worden. Und die Kirche, das kann ich offiziell sagen, die Kirche überlegt gerade, ob sie diesen Altar wieder aufbauen. So, was haben wir also gemacht? Wir haben die Kirche an 4 Tagen mit dem Laserscanner komplett gescannt. Das waren über 100 Gigabyte an Daten. Die haben also diesen virtuellen Rundgang bekommen, aber wir haben die Daten exportiert und in eine CAD-Software, Computer Aided Design, von einem Architektenbüro rein importiert und haben mit einem Masterstudenten der Hafen City Universität in Hamburg komplett St. Marien zu Lübeck als CAD-Modell nachgebaut. Und der Student hat dann anhand von Fotos, weil dieser Altar existiert nicht mehr, anhand von Fotos hat er den Altar nachgebaut in dieser CAD-Anwendung und in das CAD-Modell rein. So, und die hatten dann eine Fachtagung und überlegen gerade aktuell immer noch, ob sie diesen Altar wieder aufbauen oder nicht. Und wollten eben und können jetzt per Knopfdruck im 3D-Modell sich beliebig umschauen und per Knopfdruck
den Altar entweder einblenden oder ausblenden. Und das von beliebigen Sichtachsen in der ganzen Kirche. Und das mal als konkretes Beispiel, dass man eben Sachen auch zeigen kann, darstellen kann in so einem Rundgang, die es eigentlich gar nicht gibt. Und wenn der Kirchenvorstand das sich jetzt mal gemeinsam angucken wollen würde, könnten Sie das auch in einem Dom machen oder in der Sternenkammer? Weil ich nehme an, das gucken Sie sich jetzt wahrscheinlich mit einer virtuellen Brille in irgendeiner Form an. Aber das könnte man dann auch sozusagen, habe ich das richtig verstanden, die Kirche sozusagen abbilden mit Altar und ohne Altar und mit dem Controller klicken, ob der jetzt da ist oder nicht. Genau, das ist sozusagen die Idee. Ich finde es auch, vielen Dank für den Wortbeitrag, ja. Wir kennen es ja sogar schon. Ja, das ist tatsächlich genau das Anwendungsszenario, auf das wir hinarbeiten, dass wir diese großen Orte halt eben auch dementsprechend wiedergeben können in der Kuppel, zusätzlich zu den VR-Umgebungen, die denkbar sind. Spannend, ja. Also das, für mich klingt das immer alles noch ein bisschen nach Science-Fiction, wie ich vorhin schon sagte, mit der großen Kugel, in der man da so steht. Was ich spannend finde, ist mir zu überlegen, bestimmt ist das alles auch nicht ganz billig und bestimmt ist das alles auch ganz schön aufwendig. Was wirklich für mich, wenn ich mir vorstelle, ich lebe in Lübeck und bin Kulturwissenschaftsmensch, gibt es da schon Anwendungen für mich oder ist das noch Zukunftsmusik, dass ich denke, in 10 Jahren wird das gang und gäbe sein und ich sollte lieber jetzt anfangen, mich damit auseinanderzusetzen, wie man eine erste Webseite schon entwickelt hat, als sonst noch keiner eine hatte oder wie man eine App entwickelt hat, als sonst noch keiner eine hatte. Glaubt ihr, das geht in die Richtung, dass man sich damit auseinandersetzen wird mit einer immersiven Präsentation seines Betriebs, seiner Firma, seiner Arbeit, seines Umfelds? Wie würdet ihr das einschätzen? Also ich gebe das mal in die ganze Runde, ne, an alle. Also. Vielleicht fange ich kurz an. Ich glaube, das Beispiel eben war ja sehr anschaulich. Also sozusagen, das hatte jetzt der Wortbeitrag eben, der hat ja sehr schön illustriert, dass da etwas passiert ist, was erstmal nicht direkt mit der Kuppel oder mit der Brille als solchen zu tun hatte, sondern die Anfrage war ja, wir haben einen speziellen Ort, den wir dreidimensional erfassen wollen und wir wollen diese Daten konservieren. Und das ist ein Themenbereich, der ja an vielen Aspekten gemacht wird. Wenn wir jetzt sozusagen die Kulturgüter uns anschauen, Rückführung von Kulturgütern, wie kann man die bewahren oder wie kann man sozusagen dort digitale Klone anlegen, in der Industrieproduktion, auch sozusagen in der Immobilienwirtschaft entstehen immer mehr 3D-Daten. Also das nimmt immer weiter zu, Google Street View, all diese Felder, auch wirtschaftliche Felder, in denen 3D-Daten erfasst werden und gespeichert werden, das wird immer, immer mehr werden. Das heißt, das ist der originäre Antrieb, dass Daten einfach entstehen. Ich glaube auch Metaverse von Facebook ist ja ein wunderbares Beispiel. Also eine Art 3D-Raum in virtuell, in den mehr viel investiert wird. Das sind sozusagen der originäre Datensatz. Das heißt, irgendwann kommen wir an den Punkt, wo wir uns fragen müssen, wo packen wir denn die 3D-Daten hin und wie gehen wir damit um und wo zeigen wir sie? Und ich glaube, das ist so ein bisschen, vielleicht, Jürgen, magst du noch ergänzen oder jetzt vielleicht auch, ich gucke mal Richtung. Ja, also ich glaube, dass ähnlich wie du, dass die Reise, glaube ich, in ganz viele Richtungen gehen wird. Also man kann sich eben ganz viel vorstellen, wofür man diese immersiven Medien nutzen kann. Also Medizinbereich ist zum Beispiel auch eben einer. Also man könnte, im Moment wird das ja auch schon gemacht mit VR-Headsets. Wenn man jetzt sowas zum Beispiel auf die Kuppel bringen könnte dann, oder würde, dann könnten sich mehrere Mediziner zum Beispiel über ein Objekt unterhalten und sich dabei auch angucken und sich irgendetwas zeigen. Dann sind sie näher dran und dichter an der Kommunikation. In Architektur, Designbereich kann man sich das natürlich gut vorstellen. Also ich glaube, die Liste ist unwahrscheinlich lang, wo das eben hingehen könnte. Es gibt und wird mit Sicherheit auch. Ja. Es gibt auch tatsächlich im Industriekontext sehr spannende Beispiele. Also ein großer Traktorenhersteller, ich nenne den Namen jetzt mal nicht, die haben häufig tatsächlich das Szenario, dass sie ihre Landmaschinen auf alle Erdteile verschicken und dann kommt so ein großer Traktor oder Mähdrescher nach Sibirien möglicherweise und dann fällt ein Teil aus. Und da geht es an die große Fehlersuche, wie kann man da warten, wie kann man damit umgehen. Es wird tatsächlich bei diesen Herstellern mittlerweile so gemacht, dass VR-Headsets als Klon der Maschine, die ausgeliefert wurde, mitgeliefert werden. Das Personal vor Ort wird mit einer VR-Brille geschult, sodass, wenn Baugruppen ausfallen, man gemeinsam auf Fehlersuche gehen kann. Sodass wirklich der Hersteller nicht diese Tagesreise von 2, 3 Tagen bis an den entlegenen Winkel machen muss, sondern einfach wirklich viel schneller kommunizieren kann. Es wird jetzt nicht für jedes Teil gehen, aber ich denke, dass es bestimmte Aspekte dort eben auf so eine ganz handgreifliche, praktische Art und Weise eben sozusagen zur Anwendung kommt. Und ich glaube, dass in diesem Umgang mit der Technik die Leute immer wieder Fragen stellen werden. Was mache ich denn eigentlich hier? Ach, das ist ja ganz spannend. Das ist ja, würde ich gerne mal für was anderes nutzen. Und ich glaube, das ist so der Moment, wo Kreativität ausgelöst wird, sodass wir gar nicht so richtig vorhersehen können, wofür das
benutzt werden wird. Ich bin so ganz gespannt, ich sehe ganz viele Nicken immer sozusagen bei unseren Teilnehmern in der Runde im Videochat. Nicken, genau. Es geht wirklich in wahnwitzig vielfältige Richtungen. Wir machen auch diverse fotogrammetrische Arbeiten. Also ob wir jetzt Berlin-Tempelhof, die komplette Abflughalle haben wir fotogrammetrisch erfasst, also tausende von Fotos gemacht und das dann in Unity zusammengebaut. Und der Kunde kann dann mit der Brille rein in die Abflughalle und kann dort rumlaufen. Also das ist zum einen das Große, aber auch im Kleinen. Also wir haben diverse Kunstobjekte, Porzellan, ganze Sammlungen haben wir erfasst und fotogrammetrisch erfasst. Und die kann man dann praktisch in die Hand nehmen und kann sich das anschauen. Oder wir haben ein Museum gebaut, das ist die Kunsthalle. Und da kann man sich dann verschiedene Objekte einfach anschauen. Also das ist eine Anwendung davon, aber auch im Scrollytelling-Bereich, also Webseiten, wo man sich praktisch durchscrollt und durch das Scrollen entstehen Geschichten. Auch da haben wir 360 Grad eingebaut. Kannst du das nochmal sagen, diesen Begriff, der ist mir gar nicht geläufig. Scrollen. Scrollytelling. Scrollytelling. Scrollytelling, so wie Storytelling und Scrollen. Genau. Danke, genau. Das war mir ein neuer Begriff. Und man durch das Scrollen am Mausrad wird praktisch die Geschichte erzählt. Also es ist praktisch eine Webseite und es bauen sich Bilder, Filme, Animationen, 3D-Animationen, flache Animationen, wie auch immer. Musik baut sich alles auf und man scrollt sich durch die Seite und bekommt da dann praktisch die Geschichte erzählt oder eine Firma vorgestellt oder was auch immer. Also auch sowas wird gemacht. Und natürlich kann man das Ganze jetzt für die Industrie machen oder aber wie wir es jetzt mit Goethe VR gemacht haben, kann man natürlich sich auch künstlerisch austoben und wir haben den Faust 1 und 2 auf 15 Minuten runtergedampft und haben das jetzt gebaut in VR. Dann ist man selbst als User Faust und der schreibt einen Vertrag mit Mephisto und erlebt dann die Gretchen-Tragödie. Und man hat die Brille auf, kann Dinge anfassen und so weiter und so fort. Also das arbeitet dann alles Hand in Hand, weil in Goethe befinden sich dann natürlich auch gebaute Elemente wieder oder fotogrammetrierte. Und richtig. Die Fotogrammetrie, ja, da machst du ja viel. Genau. Einmal machen wir halt, ja, ich sag mal, wie schon der Kai gesagt hat, Tempelhof war so eine Geschichte, wo auf jeden Fall das Ganze fotogrammetrisch erfasst wurde. Und wie gesagt, wir haben das teilweise auch in Kombination mit Fotogrammetrie und Laserscanner hatten wir das eine Zeit lang für Bares für Rares, wo Kunstobjekte quasi gescannt wurden und die haben wir dann nochmal nachbearbeitet, um die dann quasi auch für den, sag ich mal, für den User irgendwie greifbar zu machen. Oder auch Architekturvisualisierung hatten wir eine Geschichte, wo wir quasi die Entstehung vom ZDF anhand von Wohnzimmern quasi dargestellt haben, wo man quasi auf der, ähnlich wie jetzt auch in dem Strandkorb, dass man quasi auf einer Couch sitzt und von dort aus quasi die Reise vom Entstehen des ZDFs bis hin zu, sage ich mal, der heutigen Zeit oder sogar in die Zukunft quasi reist. Und die haben wir komplett umgesetzt und da auch uns ja komplett an, sag ich mal, den Wohnzimmern der 60er, 70er, 80er inspirieren lassen und die, sag ich mal, so nachgebaut, dass man wirklich tatsächlich den Eindruck hat, okay, man befindet sich man sitzt einfach in dem Wohnzimmer drin und schaut sich das an und ja, so Sachen machen wir auch, würde ich sagen. Darf ich noch kurz einmal nachfragen? Fotogrammetrie, ich lerne unheimlich viele neue Wörter heute Abend schon. Kannst du das kurz erläutern, was das genau ist? Also ich habe es schon verstanden, glaube ich, vom Prinzip her, aber das ist nicht nur einfach Fotos machen, sondern wirklich 360 Grad zugänglich. Aber das ist nicht das gleiche wie ein 3D-Scan. Nochmal die Frage bitte. Fotogrammetrie ist mir nicht so ganz geläufig als Begriff. Und der Unterschied zwischen diesem Verfahren ist und was in 3D zu scannen, das ist mir nicht ganz klar. Vielleicht könnt ihr das eben noch mal kurz erläutern für die Laien unter uns. Das können wir gerne machen. Also es ist im Prinzip so, dass man ein Objekt hat, welches man beispielsweise in die Mitte stellt
und sehr viele Fotos außen herum macht und diese dann quasi durch eine Software berechnen lässt und dadurch, dass man durch diese Kamera halt sehr viel aufgenommen hat von, sage ich mal, Textur und beispielsweise auch der Tiefe. Daraus berechnet das Programm im Endeffekt ein 3D-Objekt, welches man danach dann auch nochmal runterbrechen kann, texturieren und ja. Das ist halt natürlich ein Unterschied zu einem 3D-Handscanner oder zu einem generellen Scanner, den man beispielsweise dann an diesem Objekt komplett entlang fährt, der halt quasi durch strukturiertes Licht beispielsweise die Oberfläche besser aufnimmt und teilweise auch, ich sag mal, kleinere und feinere Texturen dementsprechend einfach mitnimmt. Das macht man halt beispielsweise bei sehr kleinen Dingen oder bei kleineren Objekten, und Fotogrammetrie benutzen wir halt eigentlich eher, um, ich sag mal, größere Objekte oder halt auch komplette Räume zu erfassen. Super, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob Ihnen das allen ein Begriff war, dieser Begriff, aber sollte noch nicht. Aber haben wir auf jeden Fall was gelernt. Also es sind bei so einem größeren Objekt kommt es schon vor, dass man so zwischen 11.000 bis 15.000 Fotos macht. Okay, wow. Ja, nicht schlecht. Ich glaube, wenn man was über Daten spricht, was man, mit welchen Daten wir umgehen, also jetzt Fotogrammetrie, das Erfassen von Objekten, die es bereits gibt, dann kommt man noch schneller in diesen Bereich der Daten, die es vielleicht auch gar nicht in visueller Form gibt. Mir ist am Anfang der Pandemie ein tolles Beispiel aufgefallen, wo ich mir so dachte, das ist eigentlich tatsächlich das beste Beispiel, um zu illustrieren, wofür immersive Medien noch gut sein könnten. Ich hatte durch eine Arbeit aus New York gesehen, eine Art Visualisierung der Abstände oder beziehungsweise der Wege, die Aerosole zurücklegen, wenn sie sozusagen imitiert werden. Das war eine tolle Visualisierung. Man konnte über einen Schieberegler einstellen, wie weit fliegen die, über welche Dauer. Es war ein räumliches Modell, wo man sich dann sozusagen auch wirklich um die 3D-Daten herumbewegen konnte. Die Aerosole waren nur als kleine gelbe, blaue und rote Lichtpunkte dargestellt. Also nichts, was man irgendwie visuell erkennen würde. Aber allein diese Tatsache, dass man sich da interaktiv vorstellen konnte, wie weit fliegt das Zeug denn eigentlich? Und wie gefährlich ist es denn? Wie viel Abstand muss ich denn wirklich halten? Wie würde ich mich da verhalten, wenn ich jetzt eine VR-Brille gehabt hätte und mir das sozusagen dann vor Augen führen könnte? Ah, das ist der Abstand, eine Armlänge. So weit muss ich mir die Leute vom Körper entfernen halten oder eben darf rankommen. Das fand ich eigentlich ein sehr schönes Anschauungsbeispiel, wo man merkt, es tauchen plötzlich ganz neue Kontexte auf, wo man nie darüber nachgedacht hätte, dass eine bestimmte digitale Hilfe tatsächlich sozusagen noch eine Hilfestellung bieten könnte. Und dafür gibt es ja ganz viele andere Daten. Wer weiß, was wir noch zu tun haben, aber gerade im Bereich Klimadaten wird ja viel gemacht. Die Rechenzentren nehmen wahnsinnig viele Daten auf. Und wenn es darum geht, dann diese Daten anschaulich zu machen und verständlich zu machen, was da passiert, da ist, glaube ich, so ein Medium einfach wirklich unheimlich hilfreich. Also ein großer Visualisierer, quasi eine Visualisierungsmaschine. Eine Visualisierungsmaschine, ein schönes Wort. Ja. Gibt es noch Fragen aus dem Publikum? Seien Sie nicht schüchtern. Wenn Sie was wissen möchten, melden Sie sich gerne zu Wort. Nee, im Moment nicht. Ich würde gerne eins noch mal aufgreifen, was mir irgendwie gut gefallen hat. Als du dich vorgestellt hast, hast du erzählt, dass der Sound so extrem wichtig ist. Und ja. Ich glaube, wenn wir jetzt hier reden, die meisten haben eigentlich nur Bilder im Kopf, die großen, die riesigen Bilder. Und wenn man den Sound mal wegdreht, dann werden die Bilder flach, dann geht die Immersion weg. Also der Sound ist extrem wichtig, Spatial Sound, ja. was du erwähnt hast. Das wird oft vergessen. Auch bei uns in den Kuppeln merken wir das. Die Leute legen einen unwahrscheinlichen Wert auf die Bilder und dann hat man nachher einen flachen Stereo-Sound und dann verliert das Ganze halt. Ne? Ja, das im Grunde ist es nichts Neues. Also wenn man an Film, ganz normalen klassischen Film denkt, wenn das Bild so eine VHS-Qualität hat, aber der Sound stimmt, ist alles in Ordnung. Aber wenn man sich einen Film anschaut, wo der Sound einfach schlecht ist, ja, dann macht er keinen Spaß. Also Sound ist immer extrem wichtig. Mhm. Und gerade was sich im Spatial Sound in den letzten Jahren entwickelt hat, ist unglaublich. Also es ist ähnlich wie mit VR und natürlich auch AR, was man auch nicht vergessen sollte, also Augmented Reality. Das entwickelt sich wirklich wahnsinnig schnell. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, in den 80ern habe ich das erste Mal eine Brille gesehen, dann hat es 30 Jahre gedauert, aber die holen die jetzt gerade in einem Höllentempo auf und auch im Sound, wie gesagt, die Entwicklung wahnsinnig schnell. Spannend.
Ich wollte vielleicht nochmal auf den Imagefilm zurückkommen, den wir gesehen haben. Und wir haben die Chance, dass auch Eike Christian Fock hier mit uns im Raum sitzt. Eike, ich weiß, will dich jetzt nicht irgendwie hier aufs Panel zerren, aber ich finde die Frage schon interessant, als ihr euch entschlossen habt, für das deutsche Küstenland nicht einfach nur einen Imagefilm in Auftrag zu geben, einen klassischen Imagefilm, sagen wir mal, sondern in 360 Grad was zu machen. Ob du, wenn meine Kollegin dir das Mikro reicht, kurz dazu ein bisschen was erzählen wollen würdest, wie ihr zu diesem Projekt kamst. Wir waren wahnsinnig happy, dass wir das hier zeigen konnten und ja wirklich die Premiere dieses Imagefilms in der 360-Grad-Umgebung hier auf dem Festival machen konnten dieses Jahr. Vielen Dank dafür auch nochmal von uns allen. Ja, sehr gerne. Guten Abend. Eike Christian Fock vom DKL. Warum wir es gemacht haben, hat eigentlich zwei Gründe, warum wir einen VR-Film in Kombination mit 360 Grad entwickelt haben. Das eine ist die Grundlage des deutschen Küstenlandes. Es liegt einfach daran, dass es ein Zusammenschluss der 5 norddeutschen Bundesländer mit Küstenzugang und der Hansestadt Lübeck ist, die über eine Marketingumlage eben Sachen ausprobieren, die einzelnen Länder vielleicht gar nicht leisten könnten. Also einfach eine Kostenfrage. Und der zweite Faktor ist, dass es auch eben im Tourismus natürlich technische Fortschritte gibt und das auch einfach dazu gehört, auch so einen gewissen Entertainment-Charakter auch mit einzubringen. Auf Messen zum Beispiel gibt es VR-Lounges inzwischen und da gehört es dann auch einfach dazu. Das sind so die zwei Ansätze. Genau, und warum wir es heute hier oder an diesem Nordischen Filmtage-Wochenende die Premiere feiern können, das liegt einfach an der Pandemie. Der Film wurde 2019 fertig gedreht, sollte dann 2020 Premiere feiern und dann kam Corona, die Messe ist ausgefallen, in den Quellmärkten, die wir bearbeiten in Schweden und in Polen, internationale Quellmärkte, die wir bearbeiten, haben keine Endverbrauchertage stattgefunden, also in Stockholm zum Beispiel so ein Bahntag, wo man auf dem Bahnhof dann mit einer Brille so einen Film zeigen kann, das hat alles nicht funktioniert. Von daher sind wir glücklich, dass es jetzt bei den Nordischen Filmtagen passiert und hoffen, dass wir dann demnächst auch im kommenden Jahr eben in die Märkte gehen können damit. Ja, wir halten die Daumen. Also wir hätten ihn auch gerne letztes Jahr schon gezeigt, wenn die Pandemie nicht gewesen wäre. Insofern ist das jetzt ein Jahr aufgeschoben. Aber wir freuen uns natürlich sehr darüber und hoffen, dass ihr den viel zeigen könnt und viele Menschen Lübeck und natürlich auch den Rest des deutschen Küstenlandes entdecken können. Danke. Ich habe direkt auch noch mal eine Frage. Ja, was ich ganz spannend fand, ist, ich habe den Film bis jetzt immer in VR gesehen, und also mit der Brille tatsächlich. Und das ist schon, was der Kollege vom ZDF auch sagte, der ist wirklich total aufregend, wenn man dann irgendwie am Kreidefelsen steht und runterguckt und dann das Meer da drunter ist oder auch in dem Ozeaneum diese Szene. Das ist schon sehr, das beschäftigt den Kopf schon sehr. Und dann in so einem Halfdome oder in so einem Fulldome hat man eine ganz andere Dramaturgie. Da wirkt der Film ganz ruhig, ganz entspannt. Und ich finde es ganz spannend, da auch mal was zu hören zu dem Ansatz, wie muss man eigentlich welches Medium bespielen, damit es auch richtig wirkt? Spannende Frage. Ich gebe das vielleicht mal an Ralf, an die Kollegen von ZDF, an Jürgen, an euch alle weiter. Ja, möchte die anfangen? Wie muss man ein Medium bespielen? Das ist nie ganz einfach. Bei VR ist es schon so, dass im Grunde muss man dem Zuschauer einen Augenblick Zeit geben, sich im Raum zurechtzufinden. Also schnelle Schnitte funktionieren nicht so gut, obwohl wahrscheinlich werden die jetzt auch im Laufe der Jahre immer schneller. Also im Kino sind sie ja auch wahnsinnig schnell geworden. Also, aber man muss ihm schon ein bisschen Zeit geben. Wie bespielt man welches Medium richtig? Das, ja, wenn man das immer wüsste, das wäre eine gute Sache. Also wir experimentieren viel rum und bemerken dann oftmals, oh, das ist zu gewagt. Also ich habe einige Experimente gemacht, wo ich mir dann doch dachte, da wird sich der eine oder andere übergeben, das lasse ich lieber sein. Das wollen wir. Das war eine gute Idee wahrscheinlich, ja. Ja, aber andere Sachen funktionieren dann halt doch ganz gut, wie zum Beispiel dieser Schuss über dem Kreidefelsen. Also wir haben verschiedene Schüsse gemacht, weil wir es natürlich auch nicht übertreiben wollten, haben uns dann aber doch für den entschieden, wo es wirklich weit nach unten geht, weil man doch merkte, auch mit Versuchen, die man dann im Bekannten- und Freundeskreis, wo man ihnen einfach mal die Brille aufsetzt und meint, schau dir das mal an, und es funktioniert. Also man muss viel testen. Testen, testen, testen.
Ich glaube, ein ganz interessanter Effekt, der dir vielleicht auch aufgefallen ist, nachdem du die beiden Versionen gesehen hast, zuerst auf Brille und dann in dieser Kuppel, da gibt es natürlich die Unterschiede. Ein Detail, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen, die Brillen sind noch auf einem technischen Stand, sodass das Sichtfeld quasi durch den Kasten der Brille begrenzt ist. Die Displays, die in den Brillen verbaut sind, die haben noch nicht die Sichtfeldbreite, die wir im natürlichen Blickfeld haben. Also einen Test kann man ganz einfach machen, indem man die Hände einfach mal mit und schaut, wann kommen die Hände ins Blickfeld rein und dann hat man so in etwa so eine Gradzahl, die das abbildet. Machen wir jetzt mal zusammen. Genau, das ist übrigens auch wirklich unterschiedlich. Das ist ganz spannend, wenn man das individuell macht. Aber die Brillen können das noch nicht schaffen. Die Brillen leisten noch nicht diese Abbildung des kompletten Sichtfelds. Insofern haben wir, wenn wir VR-Brillen aufhaben, immer so einen gewissen Taucherbrilleneffekt. Das sagen auch ganz viele Leute, wenn sie die Brille aufhaben, ist ja lustig, ich fühle mich wie in so einem Guckkasten, so schau da rein in diese magische Welt hinein. Und ich glaube, das spielt auch so diese haptische Rolle wirklich was, dass man diesen Kasten hat, hat ja auch was von Neugier, dieser Hole-in-the-Wall-Effekt vielleicht irgendwie. Man schaut da in diese Welt hinein und das ist eben tatsächlich auch eine Aufforderung, sich umzuschauen. Das heißt, wenn ich die Brille aufhabe, bin ich ja neugierig und will gucken, was passiert links und rechts, damit ich eben das Sichtfeld künstlich erweitere, was durch die Brille, durch den Kasten einfach limitiert wird. Diesen Effekt haben wir in der Kuppel nicht. Das heißt, da habe ich erstmal keinen Kasten auf dem Kopf und kann mich frei umschauen und bin natürlich auch in dem Moment sehr bequem, weil ich ja in dem Sinne nicht so viel verpasse, weil ich ja alles vermeintlich sehen kann. Also es sorgt einfach haptisch für eine andere Körperbewegung in dem Moment. Wir hatten heute einen Besucher, das war ganz spannend, da wurde Kuppelfilm schauen auch mit Sport verglichen, weil die Nackenmuskulatur trainiert wird. Auch sicherlich nicht zu unterschätzen dabei. Das kommt auch ein bisschen immer auf die Kuppel an, wie die ausgerichtet ist. Aber ich glaube, das sind so Dinge, die man merkt vielleicht sozusagen dadurch auch, dass es einfach haptische, mechanische Effekte sind, die auf den Film einwirken. Das könnt ihr ja auch bestätigen, das merkt ihr ja bei jedem neuen Format, dass man immer auf das Format neu eingeht und sich das Setup anschaut. Ein anderer Medienbereich, der im Übrigen auch nicht ganz unverwandt ist, ist dieses Thema Multi-Projection Mapping. Also es gibt ja viele Kunsträume. Multi, sagst du nochmal langsam? Ich wollte es ausführen, genau. Es gibt sozusagen Museumsräume, über die mehrere Projektoren, also Multi-Projection Mapping, quasi Projektoren, die Wände bespielen und in komplexen Räumen, komplexen Strukturen alle Wände mit Videobild versorgen, sodass man durch diese Räume durchgehen kann. Das sind dann keine Kuppeln und das sind auch keine VR-Brillen, aber trotzdem ist es eine Bildwelt, in die man eintaucht. Das heißt, eigentlich sehr nah wieder an diesem Moment und dann hat man so ganz spezifische Situationen. Solch einen Raum kann man sich nicht theoretisch vor Augen führen, da muss man dann hin und muss das vor Ort ausprobieren und gucken, wie sind denn jetzt die Begebenheiten, wie laufe ich da durch, ist der Erdboden eben, habe ich eine Steigung im Raum, alles, was dann sozusagen auf unseren Körper auch Auswirkungen hat. Das ist gerade dieses ganze Thema Neigung, Gleichgewichtssinn, das spielt bei der Wahrnehmung immer eine große Rolle dann. Ja, also ein großer Vorteil finde ich auch noch, muss man noch mal erwähnen, dass Virtual Reality Brillen oft ja wirklich sehr, sehr unbequem sind, gerade als Brillenträger. Ich weiß nicht, wer sowas schon mal aufhatte. Ich war dieses Jahr in Venedig auf dem Festival, wo es auch einen Wettbewerb für Virtual Reality gibt und habe mir irgendwie 3x1 Stunde lang Projekte angeguckt und hatte aber so einen Kopf danach, weil du so eine Brille aufsetzt, die passt dann auch nicht ganz richtig, weil es nicht deine eigene ist. Dann hast du einen Kopfhörer, der so halb schief hängt. Also ich fand es sehr spannend, die Inhalte zu entdecken, aber gleichzeitig extrem unbequem und war da wirklich nicht happy, also körperlich. Insofern ist das im Dom natürlich wirklich, also auch die Erfahrung, die ich aus dem Fulda-Raum in Lübeck gemacht habe, man hat ja auch die Lounges gesehen, wie man da loungen kann gemütlich und sich ein bisschen das so angucken kann. Die Erfahrung einfach auch, das wahrzunehmen, ist natürlich eine kollektive gegen eine einzelne oder vereinzelte oder abgesonderte Erfahrung. Aber auch der Komfort, da muss die VR-Brille noch ganz schön dran arbeiten, bis das nicht mehr so unangenehm ist, die mal aufzusetzen, finde ich. Also für mich persönlich auf jeden Fall. Vor allem in Festival-Kontexten, vor allem wenn man das vielen Leuten zeigt, vor allem wenn man noch wie in Venedig noch nicht nur eine Gesichtsmaske tragen musste, sondern noch eine Maske über die Brille, damit es immer desinfiziert war. Das ist jetzt hoffentlich bald nicht mehr nötig. Aber ja, man hat einfach auch ein entspannteres, und das geht vielleicht auch zurück auf das, was du gesagt hast, dass man einfach ein entspannteres Erleben hat, weil man als normaler Mensch im normalen Raum steht und eine andere Erfahrung hat, als wenn man mit dieser Brille so ein bisschen unkomfortabel abgesondert ist. Die Kollegin kommt gleich mit dem Mikrofon. Warten wir noch kurz. Danke. Danke. Was ich mir jetzt die ganze Zeit überlege, die VR-Brillen brauchen weniger Vorbereitung. Wenn ich mir einen Dom, eine Kuppel vorstelle, muss ich ja irgendwo hin. Ich brauche die Kuppel, muss aufgebaut sein. Meine Überlegung geht jetzt gerade hin, kann so ein Raum irgendwie virtuell erstellt werden, weil den jetzt hier im Saal irgendwie, wo, weil das Spannende bei der Kuppel, beim Dom finde ich, dass man interaktiv sein kann, ja, dass ich die Leute hier sehe und was hantieren kann in einem Raum.
Das fände ich nochmal spannend, ob das vorstellbar ist, in der Zukunft hier sowas zu produzieren. Also in einem bestehenden Raum sowas zu projizieren, um sich dann darin aufzuhalten. Und auch in einem Raum, der nicht rund ist, sondern... Ja, ja, auch. Eckig, also genau. Zum Beispiel. Was brauchen wir die Kuppel? Also vielleicht auch nochmal Fragezeichen. Na, das ist ein bisschen das, was Ralf vielleicht auch gerade schon erzählt hat aus diesen Museen, also wo die ganzen Wände, die Decke, manchmal auch der Boden eben mit Projektionen bespielt wird. Das ist dann von dem Bild her nicht so perfekt wie in der Kuppel, weil man eben die Brüche hat. Also man hat an jeder Kante, an jeder Ecke hat man eben Bruch in den Bildern. In der Industrie wird das schon lange gemacht. Es gibt die sogenannten Caves in der Industrie. Das sind, es gibt zwei Wände-Caves oder es gibt auch drei Wände-Caves. Das sind im Prinzip Räume, wo die Wände bespielt werden mit Projektionen, normalerweise in 3D. Und die Ingenieure haben Brillen auf und der Standort der Person wird mitgeträgt. Und der Rechner steuert die Projektion so, dass die Perspektive aus dem Bereich, wo er sich gerade befindet, von dem Punkt, aus dem er sich gerade befindet, dass die stimmt. Das heißt, man kann so etwas auch in Räumen machen, aber es bricht dann ein bisschen. So, und man versucht natürlich, im Dom hat man ja eine kontinuierliche Leinwand, wenn man so will, ohne Brüche. Ich glaube, man darf auch nicht vergessen, das Thema der Website, also die 360-Grad-Anwendung auf der Webseite, das sollte meiner Meinung nach auch nicht zu kurz kommen, weil das ist ein Bereich, der aus meiner Sicht total Sinn macht, weil man relativ low-tech diese Medien anbieten kann und trotzdem den Rundumblick hat. Man taucht zwar in die Bildwelt nicht so stark ein wie in den immersiven Umgebungen, aber es ist einfach sehr praktisch. Man kann diese Anwendung am Smartphone, am Tablet nutzen und sie sind verfügbar und geben trotzdem einen guten Eindruck, zum Beispiel von einer Immobilie oder von einem speziellen Ort. Also ich glaube, es hat sicherlich auch einen Grund, dass sie das ja sozusagen über die Website lösen. Ich habe mich mal mit einem Anbieter, der technische Software dafür anbietet, für solche Lösungen online 360-Grad-Darstellungen unterhalten. Die bieten auch Features an, dass man sich diese Inhalte über VR-Brille ausspielen lassen kann. Er sagte mir bloß, dass die Anwendung, die Abrufrate dessen, dass man sozusagen diese VR-Ausspielung hat, die liegt bei unter 10%. Die meisten Leute, die sozusagen 360-Grad-Inhalte in dem Kontext dann produzieren und anwenden und veröffentlichen, die begnügen sich mit der Online-Webseite, also mit der 360-Grad-Darstellung auf der Webseite, weil ihnen das reicht. Weil es sozusagen kein Device notwendig ist. Man hat auch nicht den aufwendigen Weg zum Dome, muss den nicht aufbauen. Das ist natürlich einfach ganz praktisch. Das ist sozusagen tatsächlich die Low-Tech-Variante oder die Antwort vielleicht auch auf die Frage, die es dann halt eben auch gibt. Dazu kann ich vielleicht sagen, das war laut. Wir haben das sogar gehabt. Das heißt also, wir hatten eine Art App, die konnte sich der Kunde runterladen. Wir hatten so ganz einfache VR-Brillen aus Pappe, so zum Zusammenfalten, wo er sein Handy vorne reingeklickt hat. Und wo er dann wirklich auch bei uns im Geschäft stehen konnte oder so und dann halt auch um sich bewegen konnte. Und das ist natürlich so, das gibt ja so bestimmte Produkte, die halt einfach nicht so eine durchschlagende Wirkung haben. Ne? Also das ist halt im Grunde genommen ganz viele machen und das ist irgendwie selbstverständlich wird, dass man das benutzt. Ich vergleiche das immer so mit so einem QR-Code. Also einen QR-Code gibt es, würde ich sagen, auch schon 15 Jahre. Ja. Ich habe so Informationen, dass in Asien und sowas wurde das schon immer benutzt für eine Speisekarte oder für auch andere Produkte. Und jetzt, durch Corona und sowas, wird auf einmal so ein QR-Code, dann hat das auf einmal auch eine Relevanz hier. Wir nutzen das halt auch wir haben Interaktionen, wo wir halt QR-Codes einsetzen, wo ein Film hochgeladen wird oder wo man auch bei uns halt auch Try-On, halt auch Brillen virtuell aufsetzen kann. Das geht halt auch. Und ich glaube, das ist wirklich erst so ein Markt, der bearbeitet wird. Und persönlich finde ich einen Museumsbesuch, würde ich mega spannend finden, dass man halt im Grunde genommen sowas halt auch besuchen kann, ohne dass man halt hinreist. Ich glaube auch, wenn man dafür auch, ist auch ein Markt, dass man dafür halt auch Geld bezahlen würde oder einen Eintritt bezahlen würde. Und das ist ähnlich, wie man jetzt halt auch die Nordischen Filmtage halt im Grunde genommen im Kino, wie halt auch streamen kann und auf einmal entdeckt man vielleicht auch einen neuen Markt halt. Ja. Ja, und der Markt selber, den halte ich noch für gar nicht entdeckt. Also der ist Michael, das ein bisschen erinnert auch, wie man jetzt im Kino oft Opern sehen kann, was so ein Crossover ist von einem Medium ins andere. Stelle ich mir das auch vor, dass man sozusagen auch, man geht in den Dom und kann sich dann da in der Tate umgucken. Oder
oder in New York in ein Museum gehen oder in Shanghai sich ein Gebäude angucken. Also das finde ich schon faszinierende Ideen, was man da so alles machen kann. Ja. Also ich hatte jetzt in Paris habe ich eine Van Gogh-Ausstellung gesehen, also die auch jetzt gerade mit Musik und halt aber auch wirklich, wo wirklich Räume bespielt wurden. Und ich muss sagen, ich fand es faszinierend. Das war aber beeindruckend, ganz toll. Ja, wir hatten noch eine Wortmeldung hier, die wollen wir nicht vergessen. Genau, ich wollte mal wieder ein praktisches Beispiel bringen. Also Sie hatten gefragt nach Räumen, die man im Internet sozusagen begehen kann. Genau das machen wir. Also wir haben hier ein Beispiel, das ist die, das Museum Grenzdokumentationsstätte in Lübeck. Haben wir komplett in 3D umgesetzt. Man kann entweder am Tablet oder am Rechner oder was auch immer komplett dieses 3D-Modell sich anschauen. Man kann beliebig reinspringen, durch die Räume gehen. Und was ich viel wichtiger finde, also die Stiftung Lübecker Museen hat ja diverse große Häuser in 3D umgesetzt, übrigens mit der gleichen Technik, auch nicht von uns, aber trotzdem. Und die haben zum Beispiel das Holzentor. Das heißt, man kann das Holzentor im Internet als 3D-Modell komplett anschauen, kann es beliebig drehen und wenden, kann beliebig reinspringen. Was ich aber wichtiger finde, ist, dass man auch Inhalte in diese 3D-Rundgänge reinbringt. Und das ist ja eigentlich auch das Thema heute Abend, Wirtschaft in 360 Grad, was jetzt nicht vielleicht eine Kirche ist oder ein Museum, sondern vielleicht ein Einzelhandelsgeschäft. Ja. So, als Beispiel, wir haben ein Einzelhandelsgeschäft in Hamburg gemacht und man kann in solchen Räumen an beliebigen Stellen Punkte platzieren. Ich nenne das Content Points, da kann man ein Bild reintun, ein Video reintun, Text reintun und was wichtiger ist, vor allen Dingen für Einzelhandel, Links reintun. Das heißt, man könnte in einem Geschäft, jetzt im Brillengeschäft als Beispiel, einen Punkt platzieren und in diesem Punkt, wenn man mit der Maus oder mit dem Finger drauf geht und es öffnet sich ein Layer, kann man also einen Link reintun an die konkrete Stelle im Online-Shop. Das heißt, es ist nicht nur, dass man irgendwie durch das Gebäude oder den Raum durchgeht und es sieht ganz hübsch aus, weil das guckt man vielleicht ein oder zwei oder dreimal an. Was ich wichtiger finde, ist, dass man Inhalt reinbringt, dass man also wirklich auch einen Mehrwert reinbringt. Mhm. Und vielen Dank für die Veranstaltung. Ich finde das sehr wichtig und ich finde, das ist auch ein großes Potenzial, dass eben auch der Einzelhandel sagt, okay, Tourismus ist das eine, aber wir wollen ja auch konkret Umsatz machen, wir wollen was verkaufen. Und man kann mit solchen Inhalten tatsächlich eben auch zusätzlich Umsatz generieren. Und wenn das Geschäft geschlossen ist, dann hängt man eben einen QR-Code draußen an die Tür. Das haben wir bei dem Grenzmuseum in Schlutup. Das ist ein kleiner ehrenamtlicher Verein. Das ist an 3 Tagen geöffnet. An 4 Tagen in der Woche ist es geschlossen. Draußen hängt ganz groß ein QR-Code. Und wenn die Leute da vor der Tür stehen, kommen sie trotzdem virtuell in das Museum rein. Vielleicht nicht ins Ganze, aber sie kriegen Eindruck davon und kriegen Lust, tatsächlich wiederzukommen. Spannend, ganz vielen Dank für die Beiträge. Wir nähern uns langsam dem Ende, aber wenn es noch Fragen gibt von Ihnen aus dem Publikum, hätten wir dafür noch Zeit, bevor wir uns außer den Kollegen von ZDF Digital zu den Häppchen nach links bewegen. Sorry, ihr müsst euch selber was zu essen. Häppchen? Häppchen, die können wir leider jetzt nicht rüberschicken. So weit sind wir noch nicht technologisch, dass wir unsere Häppchen mit euch teilen können. Aber wenn noch Fragen sind oder wenn von eurer Seite noch jemand abschließende Worte uns mitgeben möchte. Ralf? Ja, ich glaube, vielleicht könnten wir so ein bisschen erzählen, was der Ausblick ist. Was ja, der gerne, sehr gerne, ja. Ich glaube, wir auf dem Festival sind ja auch wirklich da am Überlegen, was könnten wir jetzt machen, wohin geht die Reise auf dem Festival. Und was ich glaube, ich auch mal eine nochmal dieser Lehren aus der Corona-Zeit ist, dass man eben wirklich die Grenzen immer weiter aufbrechen zwischen der digitalen Präsenz und der tatsächlich physischen. Wir machen es heute Abend auch wieder, ist ja auch wieder ein tolles Beispiel dafür. Das heißt, die Art und Weise, wie wir damit umgehen mit digitalen Medien, hat sich ja zum Glück rasant erweitert und verändert. Und ich glaube, dass aus diesem Nutzungsverhalten, ich schaue mal Second Screen am Smartphone oder sozusagen die reale Umgebung oder eben die Begleitung über Zoom, ich nutze diese Medien immer mehr grenzüberschreitend, das wird, glaube ich, ein Trend sein, der immer stärker werden wird. Und das beobachten wir halt auch in dem Bereich immersiver Medien. Es gibt so ein Schlagwort, das Social VR, das heißt die VR-Nutzung, die Brille, die man wirklich individuell nutzt, eine Person hat eine Brille auf. Man möchte ja trotzdem die Leute treffen. Das heißt, es gibt plötzlich Plattformen, die uns es ermöglichen, über die Brille, also in der Brillenwelt quasi drin, andere Nutzer zu treffen, die über Avatare dargestellt werden. Das heißt, eigentlich wie in einer Art Internet in 3D mit sozialen Charakteren, also der Chat als dreidimensionale Welt. Und diese Leute kann ich sozusagen virtuell treffen, kann mich mit den Leuten unterhalten.
Ich habe da einen Flug zum Mars neulich mitgemacht, das war total beeindruckend. Weniger mal wegen des Mars, der Marsoberfläche, die kennt man aus den Abbildungen. Aber als die Sprecherin, die Rednerin dann sozusagen über die Mars-Mission redete, habe ich so ein bisschen im Augenwinkel beobachtet, wie die Leute alle auf dem Rover rumhüpften und versucht, den auseinanderzunehmen halt. Ne? Also es war ziemlich wild. Die Leute haben natürlich trotzdem zugehört. Also der Vortrag lief ja über Kopfhörer. Aber alle gruppierten sich um diesen Rover und versuchten zu erklären, ja, das sind die Räder hier und das ist bestimmt das und das. Also eigentlich so, wie man das in einer Schrauberwerkstatt hätte. Und das sind eben genau diese Elemente, die man hat, die man eben über Zoom dann ja nicht hätte. Also da würde man vielleicht die Bilder sehen und über die Bilder reden, aber in der Komplexität der Kommunikation, das ist etwas, was eben tatsächlich in der virtuellen Welt, im sozialen Bereich immer stärker passieren wird. Das ist auch ein Thema, was wir aufgreifen werden in dem Business Globus in den nächsten Jahren auf den Nordischen Filmtagen, das Begegnen in der Kuppel mit den Leuten in physisch, real, zugeschaltet über VR, über digitale Kanäle und wirklich immersiv gemeinsam in den Dialog zu kommen. Das wollen wir definitiv verstärken, auch zum Glück mit unseren Partnern hier in Lübeck und darüber hinaus. Danke. Susanne wollte gerne noch was dazu. Ach so, Entschuldigung, da war vorhin noch eine Wortmeldung, ich habe sie nicht gesehen. Ja. Ja, das ist anders. Ja, ich hatte noch einen anderen Aspekt gerade. Ich komme jetzt vielleicht eine Minute zu spät. Aber, wir spulen nochmal zurück, kein Problem. Gut. Geht eigentlich den Weg Richtung Produktdarstellung, dass man Messen ersetzen kann mit solchen Medien. Also ich komme aus der anderen Welt. Hier wurde bisher immer Fertiges digitalisiert, um es darzustellen. Mhm. Ich bin im Bereich Produktdesign tätig, das heißt, wir erzeugen Produkte, erzeugen 3D-Daten, die wir im Entwurfsstadium unserem Kunden zeigen müssen. Dazu nutzen wir, oder fangen wir an, früher haben wir Modelle gebaut, richtig aus Holz, Schaum und sonstigen Sachen, um sie greifbar zu machen. Mittlerweile machen wir das natürlich auch über 3D-Darstellungen, über Animationen, aber keine interaktiven Dinge. Das heißt, wir zeigen dem Kunden, wie sich ein Gerät, wenn man es dreht, darstellt in der Animation. Aber wenn ich jetzt auf einer Messe bin zum Beispiel und ich will Nutzungsszenarien mit so einem Produkt abbilden, dann habe ich ja so eine ganz andere Chance, da noch einen draufzusetzen. Das heißt, wenn ich so einen Inflatable Dome vielleicht auf einen Messestand stelle, ich habe ja ein Beispiel gesehen, da stand er jetzt so als gewölbte Kuppel, dann kann ich da natürlich mit einer Menge von Zuschauern interaktiv mit diesem Produkt spielen, wie wir das mit diesen Insekten da vorhin gemacht haben. Also das halte ich für eine ganz, ganz gute Anwendung, wo man eben auch diese Präsenzmesse machen kann, aber ich kann das Gleiche natürlich über die Brille interaktiv an 1000 andere Zuschauer spielen und habe da auch Möglichkeiten. Also finde ich eigentlich ganz spannend, da das in den industriellen oder Darstellungsbereich nochmal zu bringen. Mhm. Super spannend, vielen Dank, finde ich auch. Dann gehen wir an Susanne noch weiter und danach hatten wir noch eine Wortmeldung. Dankeschön. Ja, eigentlich noch ein Gedanken. Erstmal vielen Dank, dass wir das Thema hier so aufgreifen konnten in dieser Kombination, auch Nordische Filmtage, natürlich irgendwo die Wissenschaft. Ralf, als wir damals uns getroffen hatten, ich noch in anderer Funktion bei den Nordischen Filmtagen und ich war so begeistert von diesem Full Dome, habe gedacht, daraus muss man doch was machen. Ja, dann kam der kleine Full Dome, als er gerade geschlüpft war, hier mit der Fachhochschule TH, wo wir uns getroffen hatten und genau hier Christian auch noch dabei. Was ich damit sagen will, wir haben den Full Dome und Wissensglobus auch als Kino, mehr noch als Kino, dann ausgebaut. Das wollen wir noch verstärken. Lübeck-Meetings, ein ganz wichtiger Punkt auch und deswegen sind wir hier zusammen. Mir ist ein ganz starkes Anliegen auch, den Full Dome, den Wissensglobus als Möglichkeitsraum einfach zu sehen. Wir hier in Lübeck stehen am Anfang. Ja, es ist vorhin auch so deutlich geworden von den Filmemachern, Eike, wir auch. Ich hatte gehört von dem Film, habe gedacht, Mensch, das müssen wir doch machen irgendwie, uns hier stärker vernetzen. Lübeck ist klein, Lübeck ist am Anfang noch, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Die Wirtschaftsförderung ganz stark mit der Kreativwirtschaft, kommt nicht jeder drauf. Und das, denke ich, dieses Kleinod, das sollen wir pflegen, diesen Schatz sollten wir heben. Und das geht nur in Kooperation. Und das wollte ich nochmal betonen, dass wir auf alle Fälle mit unserem Projekt, wenn ich das mal so nennen darf, mit den immersiven Medien, die verbinden ja auch Ralf, ne? Das ist ja so per se schon einfach gegeben, wollen wir eine Plattform schaffen, Synergien erschließen
und Kooperationen darstellen, um dann einfach wirklich auch zum neuen Produkt einfach dann zu kommen. Das war mir einfach nochmal wichtig dann darzustellen und insofern sind auch alle ganz, ganz herzlich eingeladen, hier mit dabei zu bleiben. Wie wir das organisieren, regeln wir später. Ne? Da finden wir Wege. Genau, danke schön. Dankeschön. Machen wir direkt. Ne? Haben wir noch, wenn das Mikro frisch desinfiziert ist, noch eine Wortmeldung. Vielen Dank. Ja, hallo. Genau. Ich wollte noch ergänzen so zu dem Ausblick des Ganzen. Also ich finde es ganz wichtig, dass man dass man jedes Medium als solches charakteristisch kennenlernt. Und jedes Medium hat seine Berechtigung, ob es jetzt Augmented Reality ist, wo wir die physische Welt mit virtuellen Objekten anreichern, ob das virtuelle Realität ist, wo wir die reale Realität, also die physische Welt, substituieren, oder ob es der Fuldum ist, der uns einfach dieses kollektive Erleben nochmal ermöglicht. Das ist mir ganz wichtig, immer an der Technischen Hochschule den Studierenden zu vermitteln, aber eben auch das Ganze zu verbinden und zu sagen, wir können auch ein Transmedia Storytelling, das heißt also transmedial Geschichten erzählen, wo wir eine Geschichte oder eine Geschichtenwelt kreieren, indem wir diese verschiedenen Kanäle alle zusammen benutzen, um so mehrere Zielgruppen zu erreichen. Das finde ich, glaube ich, da kann man auch noch ganz viel tun in diesem Konzept. War spannend, vielen Dank. Und sehr schöne Definitionen, das hätte ich mir vorher auch so rechtlegen sollen, so wie Sie das so schön definiert haben. Vielen Dank. Ich bin eigentlich sehr happy mit dem, was wir heute so besprochen haben. Natürlich könnten wir noch stundenlang weitersprechen. Das werden wir nicht machen, aber wir können noch ein bisschen individuell weitersprechen bei den Häppchen da drüben. Ich erwähne es nochmal. Ich habe Hunger, ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen heute. Insofern bin ich mal ganz egoistisch. Und bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch allen, die auf dem Panel wart. Ralf, Kai, Markus, schön, dass ihr dabei wart und euch digital zugeschaltet habt. Das hat uns sehr viel bereichert und sehr gefreut. Ich fand es spannend. Dankeschön, wir auch sehr. Jürgen, ganz herzlichen Dank und Wolfgang, ganz herzlichen Dank. Wir haben uns sehr gefreut, dass wir das heute möglich machen konnten. Wir werden natürlich mit Ralf, aber auch in den Sachen Branche, Meetings, Industry Events, an dem Thema dranbleiben und bin gespannt, was sich weiterentwickelt. Und wie Susanne meinte, das zu pflegen und zu entwickeln und in Kollaboration auch mit der Wirtschaftsförderung. Und das ist jetzt der letzte Dank, den ich nochmal sage an Spiridon Aslanidis von der Wirtschaftsförderung, dass wir das wieder gemeinsam so schön auf die Beine gestellt haben. Hat uns sehr gefreut und da bleiben wir dran und dann haben wir noch spannende Dinge vor uns, denke ich. Vielen Dank. Ja, Laurin, vielleicht darf ich auch noch mal ganz kurz euch danken, dafür, dass ihr es organisiert habt. Ich finde das sehr, sehr schön und ich freue mich auf die Snacks mit der ganzen Runde gleich. Genau, vielen Dank. Gut, Kai, Markus, ganz lieben Dank. Wir wünschen euch einen ganz schönen Abend und einen verdienten Start ins Wochenende jetzt. Danke schön, euch auch. Dank. Ciao. Tschüss. Und viel Spaß bei den Snacks. Ja, danke schön. So, wir müssen...